So, moin moin, liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen hier zum siebten Rennen der UFL in Frankreich. Ich muss mich noch als Zuschauer machen, oder? Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Ich glaube, ich soll auf 20 machen. Dann mache ich das doch. So. Und stelle mich auch auf Zuschauer. Aber dann fehlen ja noch drei Personen. Ich weiß nicht, wer da noch genau fehlt. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Wir haben heute auf jeden Fall wieder ein paar neue Fahrer dabei. Der Julian ist neu. Der ist noch nicht gefahren. Der ist heute im Racing Point unterwegs. Tobi kennen wir von letzter Woche, Falkberg kennen wir von letzter Woche, den Nexroys kennen wir von letzter Woche, Timmy ist auch wieder am Start. Ah, und Altbekannte wie Marvin, wie Fons, wie Totti, wie Pave, wie Bullet Dude. Ey, Pito ist auch wieder dabei. Black Panther, Neon, Camo, Nico. Alle dabei. Und. Jo. Da wird schon mal einmal gedrückt, einfach mal so sporadisch. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ich sollte auf 20 Fahrer stellen, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob auch wirklich 20 kommen. Da bin ich mir gerade unsicher, weil wie gesagt, der Schwarz-Gelb, der ist noch unterwegs. Der ist gerade noch verhindert. Ich weiß nicht, ob der rechtzeitig kommt. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber... Leise. Genau, dankeschön. Ja. Also wie gesagt, es fehlen noch der ein oder andere Fahrer. Ich weiß nicht genau, wer da noch fehlt. Da habe ich leider jetzt gerade keinen Überblick. Ich könnte gleich mal gucken, ob ich das irgendwo einsehen kann. Und ja, schauen wir mal. Da ist gerade noch ein Fahrer dazugekommen. Das ist der Birdie. Totti hat auch noch kein Auto ausgewählt. Und kurz, was? Bin ich gerade ein wenig verwirrt. Ja, irgendwas wird es wohl sein. Es wird auf jeden Fall gerade gedrückt, also scheint es auch gleich loszugehen. Oh Gott. Ein Fahrer wird eventuell noch kommen, das ist der Schwarz-Gelb. Der kommt vielleicht zum Rennen, ich weiß nicht genau. Und ich habe vergessen, mir was zu trinken zu holen. Ich bin sofort wieder da, während das hier noch lädt. Und ja, 10 Sekunden habe ich ja. Bin ich wieder. Und
Ja, wir haben ja auch eine neue Boxeneinfahrt hier in Frankreich. Man sieht sie jetzt gerade sehr schön. Sie ist da in der vorletzten Kurve. Und sie ist nicht einfach. Also ich bin sie jetzt schon mal gefahren. Also ich habe sie fast verpasst, muss ich ehrlich zugeben. Und Frankreich ist eigentlich eine richtig schöne Strecke. Wir haben viele Geraden, viele Überholmöglichkeiten. Und deshalb bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier so abläuft heute. Und wir haben mal wieder kein Sound, kein Motorsound. Das ist wieder Weltklasse Q1 ohne Motorsound. Wir haben wieder die Formel E am Start in Q1, oder? Oh, vielleicht haben wir doch einen Sound. Warten wir mal ab. Ja, Reifen brauchen wir nicht. Also 17 Fahrer sind wir jetzt gerade hier. Das heißt, zwei Fahrer werden wir jetzt auf jeden Fall uns dann verlassen nach Q1. Und es sieht sehr nach Regen aus. Kann das sein? Und Mustangbeste schreibt, haha, geil, Regenrennen. Sehr nice. Das freut mich schon mal. Das heißt, ich gehe doch mal auf die Reifen. Weil es kann ja sein, dass hier jetzt schon gewechselt wird. Quali trocken und Rennen Regen und trocken. Okay. Sehr nette Information. Danke, Nico. Da bin ich echt gespannt, wie das sich jetzt auswirken wird, wenn, wie gesagt, das Anfang des des Qualifyings, Anfang des Rennens regnet, kann man eigentlich schon ja, kann man eigentlich mit den Soften hier die Quali fahren. Wenn es sowieso am Anfang des Rennens regnet, wird man die Intermediates oder die Wets sogar draufgezogen kriegen. Und vor Black Panther ist gerade noch jemand rausgefahren. Ich habe es jetzt nicht im Blick gehabt. Das war der Next Royce. Den gehen wir natürlich als erstes rauf hier dann. In dem Moment. Das wird auf jeden Fall interessant gleich dann Q2. Bin gespannt, wie die Fahrer sich denn da qualifizieren, mit welchen Reifen. Natürlich kann man jetzt schon die härteste Mischung auspacken, die man dabei hat. Was Black Panther getan hat, der hat hier komplett die härtere Reifen mitgenommen. Dadurch hat er die harten dabei. Und Carmo Place auch am Start. Moin Moin, Grüße gehen raus. Wie gesagt, Q2 wird echt interessant dann. Wenn es wirklich am Anfang des Rennens regnet, kann man hier halt echt Vollgas geben und gleich die Softs nehmen für Q2, um sich zu qualifizieren für Q3. Und der Next Royce geht jetzt hier gleich auf seine schnelle Runde. Letzte Kurve und ab geht die Post. Ja, hier war früher die Boxeneinfahrt. Das haben sie umgeändert und Next Royce geht jetzt hier auf seine schnelle Runde. Aber die Boxenausfahrt immer noch gefährlich. Es ist verkürzt, klar. Aber es bleibt gefährlich, die Boxenausfahrt. Denn wie gesagt, die Fahrer, die da rauskommen, sind direkt auf der Ideallinie. Wenn wir Next Royce hier in der Cockpit-Perspektive verfolgen. Oder onboard, besser gesagt, Cockpit ist ja, ist das noch nicht ganz, aber onboard hier. Und der Tobi ist beigetreten.
Der ist wohl einmal rausgeflogen. Max Reus wird uns hier die erste Zeit auf den Softs geben. Danach dürfte Black Panther auf den Harten kommen. Ich finde das hier eine richtig schöne Kurvenpassage. Erst die rechts, dann die links. Und hier zum Schluss nochmal auch eine schnelle Linkskurve. Und Max Reus wird jetzt hier gleich über die Linie kommen mit der ersten Zeit. Das ist eine 1:32.1. Somit logischerweise erstmal der schnellste hier. Und vor Black Panther hat sich da gerade ein Ferrari, das war der Pave, und Black Panther hier mit 1:32.6 auf den harten Reifen. Das ist nicht so weit weg von der Softzeit von Reus. Jetzt müssen wir mal schauen. Timmy ist hier im dritten Sektor. Ich glaube, ich bleib da mal drauf. Ich weiß halt nicht, wer sonst als nächstes kommen würde. Ah, der Bullet Dude ist gekommen mit dem Medium. Ist 1:33.3. Ist jetzt auch nicht so weit weg da von denen vorne. Beiden Williams-Fahrer Pito Falkberg sind auch draußen und Timmy kommt über die Linie mit den Softs mit 1:32.2, ist damit erstmal hinter seinen Teamkollegen auf Platz 2. Falkberg hier im dritten Sektor und Fons war auch hier gleich irgendwo. Da kommt er schon. Und setzt sich erstmal an die Spitze mit 1:31.5. Und Falkberg kommt auch gleich. Schauen, was der da für eine Zeit hinlegt. 1:32.5. Ist eine Sekunde langsamer als Fons. Epitu im dritten Sektor. Der ist noch im ersten Sektor. Julian, neuer Mann hier. Im zweiten Sektor. Pizza Wolf im ersten. Pave im dritten. Der kommt jetzt hier gleich. Über die Linie. Und setzt eine neue Spitzenzeit mit 1:31.1. Vor Fons. 4/10. Und hier kommt LP2. Der kommt hier mit einer 1:32.2 über die Linie, ist damit Fünfter vor seinem Teamkollegen. Und wir schauen auf den Debütanten Julian. Der hier gleich über die Linie kommt und uns eine neue Spitzenzeit beschert mit 1:30.6. Neuer schnellster Mann hier. Neon kommt da jetzt auch gleich über die Linie. Ich glaube, vor ihm ist ein Totti oder ein Pizzawolf gewesen. Ein Pizzawolf mit 1:32.7. Und Neon zweiter, 1:31.093. Knapp vor seinem Teamkollegen. Jetzt müssen wir mal schauen. Der ist im zweiten. Zweiter, dritter. Da kommt erst der Totti als nächstes über die Linie. Und dann dürften Carmo und Tobi kommen. Und da sehe ich auch gerade noch den Black Panther noch unterwegs. Mit seinen harten Reifen. Fons und Next Race haben dann noch eine Runde. Und noch eine schnelle Runde fahren. Und Carmo hier. Totti hier, Entschuldigung. Mit einer 1:30.8 erstmal auf dem zweiten. So. Carmo hier hinter dem Tobi. Hängt da fest. Die Runde dürfte jetzt nicht allzu gut werden, da er dahinter festhängt. Könnte wohl schneller. Und Tobi jetzt 1:31.6 und Carmo 1:30.8. Knapp hinter Julian. 2/10. Und drei Fahrer, die noch nicht draußen waren. Birdie, Nico, Marvin. Schauen wir mal. Der Fons fährt da, glaube ich, noch eine Runde und der Pave genauso. Aber Fons kommt hier gleich über die Linie, wohl. Schon im dritten Sektor.
Bleiben wir mal kurz drauf und dann gehen wir nochmal auf den Pave. Die beiden wollen hier nochmal, wir wissen, nochmal schneller fahren. Und Fons war da auch 5 Zehntel schneller als seine vorherige Zeit. Und eine halbe Sekunde, er fährt aber in die Box. Schauen wir mal, was der gute Pave jetzt hier gleich macht. Der auch in die Box fährt. Und Nico ist rausgekommen. Das heißt, Nico ist jetzt auch auf der Strecke. Einer von den 3 letzten Fahrern, die hier noch keine Zeit haben. Und wir haben hier noch 8,5 Minuten circa zu fahren. Und Bulletude Black Panther immer noch draußen mit ihren Reifen. Grooven sich, glaube ich, ein bisschen ein. Und Pave war jetzt auch Black Panther in die Box gefahren. Und Pave kann sich hier nochmal verbessern auf 1,30,7. Ist dann mit Zweiter erstmal. Und ich verstehe nicht, warum Leute einfach immer irgendwie joinen müssen. So, Pito hat sich da verbessert. 1,32,1 ist damit erstmal Zehnter. Timmy ist auch nochmal rausgefahren auf seinen angefahrenen Reifen. Und somit gehen wir hier auf Nico, der jetzt hier seine schnelle Runde beginnt. Danach auf den Birdie, der danach gleich noch über die Linie kommt, um seine schnelle Runde zu beginnen. Gelbe Flagge in Sektor 3. Da ist Nico noch weit entfernt von. Ui, da kommt er sehr weit raus. Kennt man gar nicht so von Nico, dass er solche Fehler macht. Also die Runde wird jetzt nicht seine beste sein. Sofern sie denn gültig ist. Und wo ich gerade das Rich Energy sehe, das echte Formel 1 Haas Team hat seinen Hauptsponsor ja verloren, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben. Rich Energy ist auf jeden Fall nicht mehr der Sponsor von Haas. Und Camo mit der neuen schnellsten Runde 1,30, 5,34. Und auch Marvin ist jetzt rausgefahren. Wie gesagt, das richtige Formel 1 Team Haas hat seinen Sponsor Rich Energy verloren. Die werden Haas nicht weiter sponsern. Und Nico kommt jetzt hier gleich über die Linie. Und das wird trotzdem noch eine richtig gute Zeit, sofern sie gültig ist. Trotz des Fehlers da, 1,30,3, neue schnellste Runde. Respekt, also da geht auf jeden Fall noch mehr für ihn. Und wir gucken, was der Birdie jetzt hier gleich macht. Während Timmy auch noch unterwegs auf einer schnellen Runde. Und zurzeit Birdie und Marvin raus, aber wie gesagt, die können jetzt hier noch ihre Zeit setzen. Dann wird's für Pizzawolf eng, der da auf dem heißen Stuhl sitzt. Genauso wie für Bullet Dude, der jetzt nochmal rausgefahren ist auf den Mediums. Timmy, zweite Runde jetzt hier auf den Softs, konnte sich nicht verbessern. Und Birdie kommt jetzt über die Linie mit einer 1,32,5, ist damit 14. Hat den Pizzawolf gerade mal rausgehauen und Bullet Dude auf dem heißen Stuhl. Aber Platz 14 ist halt auch noch nicht safe und Marvin geht jetzt hier auf seine schnelle Runde. Bin gespannt, wie Pizzawolf jetzt reagiert, ob der nochmal rausfährt. Wir haben hier noch knapp 5 Minuten. Vorne, die dürften eigentlich durch sein. Und Black Panther, seine Zeit ist ganz schön stark. Er ist jetzt knapp 2 Sekunden hinter Nico. Auf der härtesten Mischung. Und Marvin? Keine Ahnung, was Marvin da macht. Da wärmt er nochmal seinen Reifen auf anscheinend.
Ich weiß nicht, ob er da irgendwo einen Fehler drin hatte, dass die Runde schon ungültig wurde. Kann ich gerade nicht sagen. Schauen wir kurz hier den Bullet Dude, der hier im zweiten Sektor ist. Der jetzt hier schneller ist. Ah, knapp langsamer als seine vorherige Zeit. Wir bleiben aber trotzdem mal kurz drauf. Er ist auf dem heißen Stuhl hier. Muss was tun bei 3,5 Minuten noch. Also entweder fährt jetzt rein, holt sich die Softs. Oder er riskiert halt mit den Mediums hier rauszufallen. Der Pizzawolf kann sich auch nochmal verbessern. Klar. Und Marvin kommt auch noch. Sofern er eine Zeit setzt. Ist jetzt hier auf seiner zweiten schnellen Runde. Und Bullet Dude versucht es hier mit den Mediums weiterhin. Das heißt, es dürfte schwierig werden, jetzt gleich die Reifen zu wechseln und da vielleicht nochmal neue aufzuziehen. Und er verbessert sich nicht. Nein, nein. Und wir schauen hier Marvin jetzt zu. Der jetzt hier wohl besser unterwegs ist. Also es, glaube ich, war haarscharf an der Ungültigkeit der Runde. Also das sah zumindest jetzt gerade hier von außen so aus. Da ist er sehr weit rausgekommen. Doch schon, ja. Nicht so krass wie Nico da in der einen Kurve, aber bin gespannt, was hier jetzt gleich am Ende rauskommt. Keine überragende Runde, aber solide 1,31,2. Damit ist er weiter. Fons auch nochmal rausgefahren auf seinen alten Reifen. Pizzawolf auf frischen Softs und Nico. Marvin fährt wieder einfach geradeaus. So, Falkberg auch raus. 1,32,3. Konnte sich verbessern, aber nicht von der Position. Die jetzt aber ein bisschen mehr Luft gegeben. Birdie jetzt hier auf dem heißen Stuhl. Der ist in der Box. Das heißt, er kann nichts mehr machen. Das heißt, Birdie muss jetzt hoffen, dass Pizzawolf da keine bessere Runde legt, denn von Bullet Dude wird schwierig, da eine bessere Runde zu erwarten auf den 5 Runden alten Mediums. Das heißt, nur noch Pizzawolf kann ihm gefährlich werden und er wurde ihm gefährlich. Er hat eine 1,31,5 gefahren. Haut Birdie raus, der ist auf jeden Fall raus. Falkberg jetzt auf dem heißen Stuhl. Und Timmy fährt auch nochmal eine schnelle Runde jetzt. Ich schau mal, Falkberg ist da Tickchen langsamer als vorher, seine schnellste Runde. Schau mal, Falkberg jetzt hier im zweiten Sektor. 13. langsamer. Bullet Dude ist schneller im ersten Sektor gewesen. Jetzt schauen wir mal auf den zweiten Sektor. Ist jetzt ein Zehntel schneller, also da kann noch was kommen. Tobi hat die Session aufgegeben. Da kann noch was kommen von Bullet Dude. Also das wird doch nochmal eng. Da scheint er doch nochmal einen raushauen zu können. Was macht Falkberg? Der hier nicht gut unterwegs ist gerade. Nein, das ist 17 Sekunden. Also er könnte jetzt noch eine Runde ranhängen. Es wird aber eng. Da noch was raushauen. Und er ist 13 langsamer. So, Bullet Dude kommt jetzt hier gleich die letzte Kurve. Schafft er es weiterzukommen? Oder fällt er hinten raus und darf mit Birdie das Ganze von der Seitenlinie angucken. Er schafft es nicht. 1,32,6. Könnte jetzt nochmal fahren, aber ich denke, das ERS ist aus. Und Falkberg fällt hier auch neben der Strecke. Das heißt, Birdie und Bullet Dude sind hier leider raus. Dürfen sich das Ganze von der Seite, von der Boxengasse aus angucken. Und 15 Fahrer nehmen wir hier mit in Q2. Die Frage ist halt, ob das schlecht ist, von hinten hier zu starten bei Regen am Rennanfang oder ob das vielleicht sogar ganz gut ist. Und ich sehe gerade, der Belloff ist am Start. Mal meinen Grüße gehen raus. Und
Und der schreibt, dass man sich einen Vorteil verschaffen, indem man Outlap und indem cuttet. Das ist richtig. Das wollte ich so jetzt nicht sagen. Muss auch jeder Fahrer für sich selber entscheiden, ob er das macht. Ich weiß, dass es in Ligen bestraft wird. In manchen. Ich weiß nicht, ob das hier genauso ist. Keine Ahnung. Wenn Falkberg und Bulletude hier langsam Richtung Ziellinie rollen. Haben wir noch circa 1 Minute 20. Selbst Black Panther ist dann auch auf Platz 13 runtergerutscht. Der musste auch noch ein bisschen bangen auf seinen harten Reifen. Aber er hat es geschafft mit den harten. Und in Q2 bin ich jetzt gleich gespannt, was für Reifen da ausgewählt werden. Und Falkberg, der sich da als 15. rettet, trudelt jetzt hier auch langsam ein. Und er fährt in die Box, das heißt, ja. Die verbleibende Zeit von 40 Sekunden wird auf jeden Fall ablaufen. Danke, lieber Falkberg, dass du über die Linie gefahren bist. Sehr nice. Alle anderen dürfen jetzt den Rest der Zeit auch wieder warten. Ja, gut. Ist halt so. Es wäre schneller gegangen, wenn du über die Linie gefahren wärst, aber gut. So ist das halt. Und warum auch immer Fons gerade auf den 15. gerutscht ist, weil seine KI einen Unfall gebaut hat. Die KI von Fons hat einen Unfall gebaut, ist jetzt gerade auf 15 gerutscht. Ich hoffe natürlich nicht, dass die KI jetzt, dass das Spiel ihn jetzt quasi rausgehauen hat, deswegen jetzt aus Q2, also ihn quasi da nicht mehr mit aufführt. Wenn es gleich sehen. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass die KI das Auto schrottet und der Fahrer somit auf 15 runterrutscht und der wird bei mir auch ausgegraut. Also jetzt bin ich gespannt, was da passiert. Also das hatte ich ja noch nie. Ja, komische Situation gerade, also muss ich sagen. Das habe ich ja noch gar nicht erlebt, dass die KI dein Auto schrottet und ja, ganz komische Sache. Schauen wir mal. Wie gesagt, Bullet Dude und na, jetzt fällt es mir nicht ein. Und tatsächlich, der Force darf nicht mitfahren, weil die KI sein Auto geschrottet hat. Hallo, Bugmasters. Hallo, bist du behindert? Alter, was ist denn das? Das habe ich auch noch nicht erlebt. Mein Auge juckt. Aber das, hä? Und Escalation und BD117 sind am Start. Moin Moin, Grüße gehen raus. Und das hatten wir letztes Jahr in Brasilien mit beiden Ferraris. Okay. Ah, what the fuck? Also ich denke mal, dass bei Fons gerade richtig Party hart ist. Ja. Der wird sich wahrscheinlich massiv darüber aufregen. Und Nico hat gerade die Session verlassen. Oha. Also, oha.
Ja, Bälle auf deswegen nicht auf der Strecke gestellt. Ja, aber das ist ja. Wie oft kommt das vor? Vor allen Dingen gerade in Frankreich. Also, ganz ehrlich. In Monaco oder so könnte ich es vielleicht noch verstehen, aber jetzt in Frankreich, also ich meine, da ist ja ausreichend Platz, dass da. Also eigentlich gehe ich ja auch davon aus, dass die KI den Auto nicht in die Wand fährt, ja. Also, wann fährt die KI auch mal in die Wand? Also, normalerweise fährt die Strecke einfach ab. Also, ich glaube, der Fonds wird sich gerade mega aufregen. Aber vor allen Dingen auch, dass das Spiel ihn dann dafür rausnimmt, ey. Ganz ehrlich, der war schon abgewunken. Also, für mich ist. Naja, okay. Lassen wir das. Und ich sehe gerade, der Totti ist schon auf einer schnellen Runde. Auf den Mediums hier. Unterwegs. Und wir sehen auch Black Panther auf den Harten unterwegs. Und auch einige Softfahrer, also wie gesagt, es wird jetzt halt interessant zu sein, interessant zu sein, interessant zu sehen, welche Reifen nimmt, weil wenn es wirklich, wie gesagt, es soll ja regnen am Anfang des Rennens und das war ganz schön gecuttet gerade da von Totti. Ist der Reifen jetzt eigentlich völlig scheißegal? Denn man wird wahrscheinlich eh die Inters bzw. Wets draufgezogen kriegen. Je nachdem, wie stark es regnet. Es kann natürlich aber auch sein, dass es regnet am Anfang des Rennens. Es aber für die Slicks reicht. Ben auf Scheibe, siehst du ja, was passiert ist. Ja, natürlich habe ich gesehen, was passiert ist. Aber wie gesagt, das ist das allererste Mal in keine Ahnung, wie lange ich schon Liga fahre. Und auch jetzt von anderen nie gehört, dass sowas irgendwie wirklich passiert ist. Das ist ja. Aber für Nico tut's mir ab, für Nico sag ich schon, für Forst tut's mir absolut leid, weil, wie gesagt, durch sowas da rauszufliegen und Nico scheint gerade irgendwie Probleme zu haben. Während Totti hier gleich über die Linie fährt. Mit einer 1,33, 1 auf den Mediums, die aber ungültig ist. Das heißt, wir schauen mal, was Falkberg da gerade macht. Der jetzt hier als erster mit den Softs kommt und eine 1,32,3 fährt. Pave direkt dahinter mit den Mediums, eine 1,31,5. Setzt sich damit vor Falkberg. Und da haben wir gerade einen Black Panther gesehen, 1,32,9 mit den Harten auf der 3. Dann Julian, 1,30,6 mit den Softs. Wir haben hier gerade einiges vertreten an Reifen. Und Timmy hier auch gerade schon im dritten Sektor. Ich bleib mal drauf. Ey, Pito 1,31,6 mit den Softs vor seinem Teamkollegen. Timmy kommt da jetzt gleich über die Linie. 1,32,4 ist damit erstmal Fünfter. Nico ist wieder beigetreten. Tobi hier im zweiten Sektor. Erster Sektor. Erster Sektor. Erster Sektor. Dritter Sektor. Dann wir hier auf dem Totti drauf. Der hier mit dem zweiten Anlauf quasi versucht, seine Zeit zu setzen. Und Totti hier 1,31,8 auf dem vierten. Und Tobi kommt als nächstes. Und ich gucke mal gerade wieder in den Chat rein. Und zum anderen, wir sehen, dass die Stewards mit Outlap und Inlap können. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, das kann ich dir absolut nicht sagen. BD117 schreibt Starkregen am Start. Okay. Also wahrscheinlich dann doch die Inters oder die Wets. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Stewards das hier sehen mit Outlap-Inlap-Karten oder ob es dafür halt eine Regel gibt. Wie gesagt, ich weiß, in manchen Ligen gibt es dafür Regeln, dass man das absolut nicht darf, dass das Vorteilsnahme ist und dass es bestraft wird. Tobi hier 1,31,2 auf dem zweiten. Ich glaube, der Neon kommt jetzt hier gleich über die Linie. Mit einer 1,317 auf dem fünften und Pizzawolf als nächstes mit einer 1,445, die ungültig ist. Dann dürfte als nächstes der Camo kommen.
Auch mit einer sehr langsamen Runde hier. 1:36:0, die ungültig ist. Das heißt, wir gehen wieder auf Pizza Wolf. Und ich muss gerade mal weiterschauen hier, was ich war. 15. und darf jetzt nicht mehr mitfahren. WTF. Das Game ist auf jeden Fall eSports ready. Ja, Forst, wie gesagt, deine KI hat sich kaputt gefahren. Da muss ich los auf jeden Fall, schreibt Marvin. Das Game simuliert die Reparaturzeit. Ja. Ja, Forst, du bist über die Linie gefahren, das ist richtig. Dein Auto war ja auch schon abgewunken, aber deine KI hat sich gesagt, nö, ich fahre das Auto nochmal kaputt und dadurch bist du ausgeschieden. Wie gesagt, also eigentlich sollte es nicht passieren. Sie hat es aber irgendwie gemacht. Keine Ahnung, wie sie es gemacht hat. Du standst auch auf der Geraden, rechts an der Seite, bei der DS-Zone auf der Geraden. Also die erste Geraden von beiden quasi, wo die DS-Zone ist. Da standst du auf der rechten Seite. Ungefähr mittig, also mittig von der Geraden. Ja. Keine Ahnung, was deine KI gemacht hat. Ja. So, Pizzawolf jetzt hier mit einer 1:32:3 ist damit erstmal siebter hinter seinem Teamkollegen, der aber auf den Mediums unterwegs war. Und Camo jetzt auch mit seinem zweiten Versuch hier. Ist gut unterwegs. 1:31:1 ist damit erstmal zweiter auf den Mediums. Reus kommt jetzt hier auch gleich. Und ich schaue gleich mal, dass ich vielleicht irgendwie den Nico einladen kann nochmal, weil der anscheinend da gerade Probleme hat rein und raus. Da irgendwie ein 32:0 hier von Reus auf dem 8. auf dem Softs. Und ich schaue mal gerade, ob ich den Nico jetzt hier, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der wirklich da ist oder nicht. Der Sound in der Box ist ja mal mega behindert. Meinst du jetzt bei dir, wenn du in der Box stehst, oder? Stehe ich nicht. So, Marvin hier auf einer schnellen Runde mit den Mediums. Also wir haben gerade alles mögliche vertreten. Wir sehen auch, dass der Black Panther da umgeschnallt hat auf die Mediums, jetzt auch nochmal rausfällt. Ist gerade 12. muss er. Aber wie gesagt, mit den Harten da gute Zeiten hingelegt. Dann nochmal die Harten ausgewählt. Immer noch eine recht gute Zeit hingelegt. Und jetzt kommen mal die Mediums. Ich bin gespannt, ob er auch in den 1:31er-Bereich wirklich fahren kann. Aber wie gesagt, wir haben hier bisher ziemlich viel vertreten. Dreimal haben wir noch hier die Mediums. Mit Totti, Pave und Camo. Und Nico scheint da echt Probleme zu haben gerade. Habe ich Pay verpasst? Ich habe verpasst, dass die 1:31:5 von Pave mit den Mediums. Kann das sein? Marvin hier 1:31:3 mit den Mediums. Jetzt sind wir kurz vor Pave. Der hier aber gerade noch mal schneller unterwegs ist. Bleib mal kurz drauf. Wenn wir danach auf Black Panther gehen, der hier gerade raus ist und Pizzawolf auf dem heißen Stuhl. Aber noch in der Box, genauso wie Fikeback und Timmy. Und auch für Nico wäre das jetzt gar nicht schön. Und Ryosaki Sensei ist am Start, er schreibt Hashtag Ryosan, während Pave hier nochmal schneller gefahren ist als 31:2 auf dem 3. jetzt. Und schreibt Go, MLR, Marvin, mach sie alle nass. Wieso MRL, Marvin? Das ist ERL, Marvin. Ich glaube, da hast du dich ein wenig verguckt. Ich weiß nicht, ob das derselbe ist, den du meinst, aber es ist ERL, Marvin. Und ich hoffe natürlich, dass hier Nico irgendwie noch reinkommt wieder.
gesagt, ja, 3 Minuten. Er könnte noch rausfahren, aber es wird jetzt halt echt kacke eng für ihn. Ich weiß auch nicht, was da gerade bei ihm los ist. Er scheint irgendwie nicht wirklich reinzukommen. Ich weiß nicht, ob er schon seine Xbox neu gestartet hat und alles Mögliche. Ansonsten ist es leider gleich hier für ihn vorbei in Q2. Er muss von 14 starten. Wenn Black Panther jetzt hier gerade versucht, sich nochmal zu verbessern, reinzurutschen hier in Q3. Und er fährt eine 1:31.4, ist damit Sechster. Wäre jetzt in Q3. Pizzawolf raus und Totti hier auf dem heißen Stuhl. Die sind jetzt aber hier alle draußen. Falkberg dann auch mal mit angefahrenen Reifen wieder rausgefahren. Kann nicht lesen, meinte er, Marvin. Alles klar. Sehr gut. Ja, Black Panther hat sich jetzt gerade hier auf P6 geschoben. Die ersten 5 sind alle in der Box. Bei noch knapp 2 Minuten zu gehen. Wir sehen Timmy hier, der Erste, der auf die schnelle Runde geht. Ja, mehr als eine halbe Sekunde muss er irgendwie auf der Strecke finden, um hier noch weiterzukommen. Und ist jetzt hier schon mal 3 Zehntel schneller. Wir sehen Totti da noch mit den Mediums, der sich da bisher qualifiziert auf den 10. Nico ist jetzt wieder beigetreten. Es wird eng für ihn. Es wird echt eng für ihn. Also er könnte es rein theoretisch schaffen. Es wird echt eng. Es wird richtig eng. Und wie gesagt, wir schauen hier gerade Timmy zu, der da schneller war. Und bin gespannt, ob er das auch bis zum Ende durchziehen kann hier. Und sich dann eventuell vor Totti schieben kann, um hier weiterzukommen. Wie gesagt, Totti vorher mit den Mediums unterwegs gewesen. Reus an der Box, das heißt, er kann auch nichts mehr machen. Der Pito hat sich da, glaube ich, nochmal vorgeschoben. 1:31.6 und Nico hat wieder die Session verlassen. Ah, das misst Timmy jetzt mit einer 1:31.4, setzt sich auf den 7., haut dann mit Totti raus und Reus auf den heißen Stuhl, der nichts mehr machen kann. Das heißt, der muss bangen. Nico jetzt leider auf jeden Fall auch raus. Ich hoffe, dass er irgendwie noch wiederkommt. Und Nico, das lehne ich mal ab hier. Das, was du geschrieben hast. Definier das Wort ein wenig anders. Und Falkberg wieder in der Outlap? Bin ich irgendwie jetzt gerade Malle oder? So, Pizzawolf, kann er sich verbessern? 1:31.2 kann sich verbessern. Setzt sich auf den 5. Wäre weiter. Reus rausgehauen. Ey, Pito auf dem heißen Stuhl. Und Falkberg geht jetzt auf seine schnelle Runde. Und Totti ist da auch nochmal schneller unterwegs. Also jetzt wird es auch für Marvin eng. Denn El Pitu ist da auch noch draußen unterwegs. Alle, die in der Box sind, können auf jeden Fall nichts mehr machen. Nico leider auch schon raus. Der hat hier gerade Probleme gehabt im Q2. Hier, vielleicht sollte er seine Box neu starten und... Was? Kann ich nicht nachvollziehen, schreibt Nico. Nee, Totti kommt jetzt hier gleich über die Linie. Ich bin gespannt, ob er sich verbessern kann. Kann er sich verbessern? Er kann sich verbessern auf 1:30.4. Neuer schnellster Mann. Haut El Pito raus, Black Panther auf dem heißen Stuhl. Jetzt wird's richtig heiß hier. Aber El Pito nicht schneller unterwegs als seine vorherige Zeit. Die Frage ist, kann er hier noch eventuell noch irgendwas rausholen? Und wir sehen, bisher 4 Fahrer mit den Mediums haben sich hier qualifiziert. Black Panther gerade auf dem heißen Stuhl. Kann El Pito was machen? Nein, das wird nicht reichen, um sich hier zu verbessern, um da reinzurutschen. 1:31.9 ist schlechter und Falkberg ist hier auch langsam unterwegs. Das heißt, El Pito, Reus, Falkberg und Nico sind hier raus an dieser Stelle. Und wir haben ein ziemlich durchgemischtes Q3. Habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Und Falkberg fährt jetzt natürlich sicher an die Box, denn okay, er ist zwar draußen, aber trotzdem, wir haben ja gesehen, was passiert ist mit Nico. Es tut mir leid, Nico, dass ich da jetzt gerade ein bisschen... Aber es ist schon eine ungewöhnliche Situation. Also wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, dass sowas passiert. Und
Was war das denn jetzt gerade? Na gut. Wer fährt denn da gerade noch? Hier der Epito. Gucken wir dem mal zu, während hier die Zeit runterläuft und Falkberg da wohl in die Box geschoben wird. Oder was auch immer. Bei mir sah es so aus, wenn er durchfährt. Wer meine Kandidaten für die erste Reihe zum Start sind, definitiv Marvin und Pave, sind definitiv Kandidaten für die erste Reihe. Aber, ich muss auch ein Aber dazu setzen, hier gibt es immer irgendeine Überraschung, was auch das Qualifying betrifft. Deshalb möchte ich, glaube ich, gar nicht jeden jetzt hier irgendwie unterschätzen oder so. Ein Camo immer definitiv eine Nummer dafür. Julian ist auch sehr schnell unterwegs. Ich kenne ihn aus einer anderen Liga noch. Da habe ich ihn mal gesehen. Sehr schneller Fahrer. Ein Neon Force natürlich auch immer gefährlich. Und ein Timmy, wenn er eine Zeit erwischt, könnte er bestimmt auch da vorne reinfahren. Genauso wie ein Black Panther, der ja auch noch Luft nach oben hat mit den Mediums. Alle sowieso mit den Mediums haben da noch Luft nach oben. Deshalb Totti auch eine starke Zeit da jetzt hingelegt mit 1.30.4. Deshalb müssen wir, glaube ich, jetzt abwarten, was auch jetzt hier die ersten Zeiten uns sagen. Und ja, was sie uns jetzt hier anbieten an Zeiten, die Fahrer hier. Ist auf jeden Fall ein gut durchgemischtes Feld hier gerade, muss ich sagen. Wie gesagt, also Marvin Pave auf jeden Fall für mich immer die Top-Favoriten. Genauso wie ein Nico, wenn er dabei wäre. Aber, wie gesagt, wir haben auch schon die eine oder andere Überraschung mal gesehen. Und ich glaube, der Timmy ist ja erst rausgefahren, genau. Bestzeit wird auf jeden Fall die 1.29 geknackt. Definitiv, da gehe ich ganz stark von aus. Die 1.29 wird hier heute fallen. Von wem, kann ich allerdings nicht sagen, oder von wie vielen. Aber ich gehe davon aus, dass die 1.39 hier definitiv fallen wird. Und Pizzawolf geht auf die Mediums als erstes. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Und Julian hat die Session verlassen. Und ich schaue mal schnell, ob ich den einladen kann. Denn in Q3 wäre das ja natürlich ganz bitter. Und ich versuche natürlich auch nochmal den Nico einzuladen hier. Der ist abwesend inaktiv. Den kann ich gar nicht einlassen. Einladen. Einlassen. Black Panther hat die Session verlassen. Was ist denn jetzt los? Wieso kann ich gerade niemanden einladen? Das ist jetzt auch gerade irgendwie ganz komisch Sache hier. Den kann ich einladen. Den kann ich einladen. Den kann ich auch einladen. So. Das haben wir alle gemacht. Timmy auf der schnellen Runde. Wir gehen wieder on board. Ich glaube, das habe ich in Q2 vergessen. Jetzt fliegen sie alle raus. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Und Bugmaster schlägt gerade wieder zu. Ja, leider Gottes. Irgendwie hat das Update mal wieder überhaupt nichts gebracht. Ich weiß auch nicht, was daran so schwer sein kann. Ja, das ansatzweise irgendwie vernünftig hinzukriegen. Das, ich meine, die haben jetzt schon jahrelang irgendwie, sollte man meinen, Erfahrung damit. Und auch wahrscheinlich die Rückmeldung vieler Spieler. Solange es nicht zum Bannhammer wird, ja. Gut. Aber wie gesagt, ich bin gespannt hier. Pizzawolf mit dem Mediums rausgefahren. Uiuiui. Bin ich gespannt. Ich schätze, Marvin wird wahrscheinlich wieder bis kurz vor Schluss drinnen bleiben. Wird hier einmal rausfahren mit den Softs. Um dann seine Zeit zu setzen. Während sieben Fahrer jetzt hier gerade auf der Strecke sind, um dann auch ihre Zeit zu setzen, fährt Timmy hier als erstes über die Linie.
wird die erste Vorgabe setzen hier für alle anderen Fahrer. Das wird eine 1:31.8. Ist damit natürlich erstmal Erster. Aber Camo kommt jetzt hier gleich um die Ecke und das sieht schneller aus. Das sieht schneller aus. Hier von Camo. Camo fährt eine 1:30.1. Knapp an 1:29 vorbei. Ja, wie angekündigt. So, Payfi im dritten Sektor, Tobi im ersten, der im zweiten, zweiter, dritter, der ist wieder reingefahren. Also Payf kommt jetzt nächstes. Mit einer 1:29.969 auf P1 zurzeit. Und ich hab's gesagt, Nico hat die Session wieder verlassen. Eieieiei. Das wäre natürlich bitter, wenn er hier dann nicht mitfahren könnte. Es würde auf jeden Fall wieder ein herber Rückschlag sein für ihn. Und Neon hier kommt auch gleich über Linie, wird wahrscheinlich auch so in den 1:30er Bereich gehen. 1:30.6 auf dem dritten. Wenn Pizzawolf jetzt hier auch gleich über die Linie kommt mit einer 1:44, die ungültig ist. Tobi gerade unterwegs und Marvin ist auch draußen. Ui. Jetzt nicht so erwartet. Und ich weiß nicht, ob alle Fahrer wieder da sind. Ich habe aber auf Freunde gestellt, also wie gesagt, daran kann es jetzt nicht liegen, warum die nicht reinkommen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen, warum die nicht reinkommen. Ich muss jetzt einmal kurz hier nochmal einladen. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum die nicht reinkommen. So, Tobi hier ist mit einer 1:31.1. Bist aber hier wieder im dritten Sektor. Mit den Mediums. Und Ryosaki schreibt, vielleicht hat er nur noch einmal Soft und deswegen die Zeit mit den Mediums. Das kann natürlich sein, aber Pizzawolf jetzt mit 1:32.4 hier auf den Mediums. Und ich wollte gerade auf Marvin gehen, der setzt ihn 1:30.4. Ist damit zurzeit Dritter. Und 5 Minuten haben wir noch. Und Mustang Messi schreibt, das sind Zeiten, ey. Ja. So, Totti geht jetzt auf die schnelle Runde. Wie gesagt, ich weiß, kann ehrlich nicht sagen, warum die nicht reinkommen. Es ist, ja. Ich kann es absolut nicht sagen. Pizza für Sibidia ist ziemlich langsam. Ja, ja, was heißt ziemlich langsam? Also, die Frage ist, wie gut hat er die Runde erwischt? Also, das ist ja auch immer so eine Sache. Kann ja auch sein, dass er sie einfach nicht gut erwischt hat mit den Mediums. Das macht auch schon viel aus. Und, ich weiß jetzt nicht, was hier halt passiert. Ich lade halt immer wieder ein. Ich gucke auch gerade mal hier in den Links, was geschrieben wird. Während Totti gleich über die Linie kommt bei 3 Minuten 20.
mit einer 1,309 auf dem fünften. Und und Escalation, darüber wird gerade diskutiert. Aber dann wird die Starteraufstellung halt je nachdem gemacht, wie es jetzt hier halt komplett ausgeht. Gehe ich von aus. Also wie gesagt, jetzt komplett neu starten. Ich weiß halt nicht, ob das jeder mitmacht. Denn der ein oder andere muss vielleicht morgen auch noch arbeiten. Ob das dann mitgemacht wird, weiß ich nicht. Und Camo hier im zweiten Sektor schneller unterwegs. Bleibe ich mal kurz drauf, obwohl Timmy, nein, Camo ist vor ihm. Ob da jetzt mal auf den Camo drauf, danach gehen wir auf den Timmy. Tobi auch nochmal rausgefahren. Marvin auch nochmal auf der Outlap. Camo hier richtig gut unterwegs. Da könnte er diesmal die 1,29 knacken und er macht es 1,29,6. Neue schnellste Zeit hier von Camo zurzeit auf P1, aber Pave, Marvin, Neon, alle draußen. Schade für Julian und Black Panther, die hier leider irgendwie nicht mehr reinkommen, warum auch immer. Und Timmy jetzt hier in der langsamen Runde noch eine Aufwärmrunde gemacht und geht jetzt wahrscheinlich auf seine schnelle Runde. Das heißt, Tobi, der hier schneller unterwegs ist als vorher im dritten Sektor, gerade unterwegs. Wir haben jetzt hier noch 40 Sekunden. Das heißt, die Fahrer werden hier gleich alle noch über die Linie kommen, da vorne. Pave, Marvin, Neon. Und dann ihre Zeit setzen. Nico scheint gerade wieder beigetreten zu sein. Mal schauen, ob er nicht gleich wieder verlässt. Tobi jetzt hier mit einer 1,30,7. Kann sich verbessern von der Zeit. Ist jetzt auf 5. Pizza Wolf auch nochmal schneller unterwegs. Timmy knapp vor ihm. Also Camo wird keine schnelle Runde jetzt mehr fahren können. Und ich habe gerade eine Nachricht von Nico gekriegt. Das ist jetzt gerade ein bisschen schlecht, Nico. Ich werde das hier jetzt erstmal zu Ende machen und dann gucke ich mir das an. Ah, Nico hat wieder die Session verlassen. Also ich denke, dass hier gleich... Ui. Timmy da mit einem großen Fehler. Muss ich sagen. Also das wird ihm Zeit gekostet haben. Camo wurde auch abgewunken. 1,29,6 gilt es hier zu schlagen. Ansonsten ist Camo hier auf Pole Position. Und Timmy fährt an die Box. Das heißt, Pizza Wolf kommt als nächstes. Ich denke, Totti, Tobi, die werden nicht mehr so viel ausrichten können. Das heißt, wir gehen hier gleich auf Neon, Marvin, Pave. Und Pizza Wolf ist hier auf jeden Fall schneller unterwegs. Und fährt eine 1,31,3. Kann sich damit auf P7 schieben. Neon, dritter Sektor. Marvin, dritter Sektor. Ah, jetzt muss ich kurz gucken. Ich glaube, Marvin kommt hier als erstes, dann Neon, dann Pave. Ah, das wird keine neue Bestzeit hier von Marvin. Ah, das sieht nicht danach aus. 1,30,0 auf P3. Bleibt er. Neon. Schneller unterwegs. Wo landet er? 1,30,4. Bleibt Vierter. So, Pave. Kann er sich die Pole holen? Oder reicht es für Camo? Pave gegen Camo. Und Camo holt sich die Pole hier in Frankreich gegen Pave, gegen Marvin, gegen alle. Startet hier von P1. Und Totti ist hier noch unterwegs, könnte noch, aber er ist ziemlich langsam unterwegs. Heißt, wird er gleich in die Box fahren oder über Linie, weiß ich nicht genau. Aber Camo im Alfa Romeo holt sich hier die Pole.
Und ich hab's gesagt, es ist immer jemand für eine Überraschung hier gut. Und jetzt muss ich kurz gucken, was der Nico mir geschrieben hat, denn, ja. Oh. Ja, Nico, ich, wie gesagt, Party, schreibt er, ja. Nico, wie gesagt, ich musste einmal kurz hier, das zu Ende machen. Ich lade dich jetzt sofort ein. Wo hab ich ihn denn? Da ist er doch. Einladen. So. Wie gesagt, Camo hier auf Pol. Und ich denke, dass es gleich einen Neustart geben wird. Also ich denke, dass es gleich von Hand hier die Aufstellung geben wird. Moin. Ich bin nicht rausgeflogen. Ich habe hier noch alles kommentiert. Ich hab's gesehen, ich hab die auch andauernd eingeladen. Okay. Ja. Aber ich hab die Aufstellung jetzt nicht so im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber das kann ich ja einstellen. Wenn du mir jetzt, wenn du... Nee, du kannst die Lobby ja nicht speichern. Aber wenn du mir sagst, bis ungefähr bis wohin Regen war oder wie stark das war, dann kann ich es auch einstellen. Also das kann ich alles einstellen. Das, was er sich bis zur Mitte des Rennens, was weiß ich, stark Regen und dann wird es weniger und zum Ende hin trocken oder so. Also stark Regen, dann leichter Regen und dann hat es aufgehört. Das kann ich ja einstellen. Das kannst du einstellen. Ja, wie gesagt, musst du wissen. Ich weiß es nicht. Also... also ich weiß, Camo weiß ich auf 1 auf jeden Fall, hier, sag schnell, Pave 2, Marvin 3, Neon 4 und dann hört es bei mir schon fast auf, ich glaube Totti 5. Also warte, den machen wir kurz einmal hier zum Hauptmenü. Also wie gesagt, Leute, es gibt jetzt hier gerade... ja. Leute, es gibt jetzt hier gerade einen Lobby-Neustart. Ich werde jetzt hier gleich alles vornehmen, auch die Grid-Einstellung und alles Mögliche. Ich warte kurz. Ich bin jetzt aber schon rausgegangen, ne? Also ich mache jetzt gerade neu auf. Warte, ich lade dich erstmal kurz einmal ein. Dann kannst du die anderen nämlich einladen. Währenddessen mache ich die Lobby-Einstellung. Das glaube ich. Na gut, kann aber auch, wie gesagt, also dass es jetzt hundertprozentig nur an mir liegt, weiß ich jetzt nicht, weil wie gesagt, es waren jetzt 3 Leute. Kann natürlich aber auch sein, dass sich unsere Nat-Typen einfach nicht vertragen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wetter ist, wo sind das hier, Benutzer definiert, so, dann Park für Me mache ich mal aus, ne, damit ihr eure Dings laden könnt, weil sonst könnt ihr keine Setups laden. Gut, das wäre natürlich, jetzt könnte der ein oder andere natürlich ein Ring-Setup nehmen oder so, aber wie gesagt, ist denn jetzt halt so, aber ansonsten könntet ihr gar nichts laden. Wetter. So. Starkregen, leichter Regen. So. Warte, leichter Regen. Und war das denn leicht bewölkt, bedeckt oder was? Weißt du das ungefähr? Ne, zum Ende meine ich. Also bedeckt. Also nur die Wolke, ja?
Keine Sonne, kein gar nichts, nur eine Wolke. Okay, gut. Ja, dann machen wir das so. Ich hoffe, dass es jetzt auch gespeichert ist. Ja, der Grid-Editor geht auch. Ich muss aber nur warten, bis halt alle da sind, ne? Dann. Ja, ich muss mich auch erstmal ganz nach hinten setzen, weil ich ja auch. Ja, das wird jetzt auch ein kleines wenig dauern, aber wie gesagt. Schwarz-Gelb kommt der noch oder nicht? Oder? Dann mache ich jetzt auf, wie viel waren wir jetzt eben? 17 Fahrer, ne? Mache ich auf 18 insgesamt. Kommt, kann auch keiner mehr irgendwie joinen. Ja, ich muss jetzt, wie gesagt, warten, bis alle da sind. Ansonsten. Ja, dankeschön. Ich habe nicht alle da, deswegen kann ich nicht ordnen. Weil wie gesagt, er ordnet, also er gibt mir ja immer wieder die neuen dazu und die ordnen sich immer wieder neu ein. Deswegen muss ich warten, bis alle da sind, damit ich sie richtig ordnen kann. Das ist ja das Problem. Und dann muss ich halt den ersten nach oben und die schiebt er ja immer nur einen nach unten, einen nach oben, weißt du? Das ist das Problem. Deswegen muss ich halt erstmal warten, bis alle da sind. Zwölf sind da. Falkberg fehlt noch, Reus fehlt noch, Julian fehlt noch, Camo fehlt noch. Ne, Camo ist da, Entschuldigung. Neon ist jetzt auch da. Drei Fahrer fehlen noch. Fehlten noch, ja. Weiß es gar nicht, wer fehlt noch, ey. Scheiße, hab ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, ey. Hier noch rum. Das kann ich machen schon. Jetzt fehlen ja noch drei. Wir haben 14 Fahrer jetzt. Genau. Hey, Pitu, genau, der fehlt ja auch noch. sorry, hey, Pitu. Der fehlt nur noch Falkberg. Dann kann ich's machen. Ja gut, sag mir dann schon mal ein bisschen die Aufstellung. Die ersten 5, 6, 7 kannst du glaube ich schon. Oder 8 glaube ich sogar schon. Also Camo, Pave, Marvin, Neon weiß ich noch.
Fünf, meinst du? Camo, Pave, Marvel, wer auch fünf? Ach, Tobi war das. Ah, warte mal, jetzt muss ich kurz da so. Tobi 5, Totti 6, Pizza Wolf 7, kann das sein? Der wurde auch da gewonnen, oder? Pizza Wolf 7, ja. Genau, 8 war dann. Ja, 9 ist Julian, 10 ist Black Panther auf jeden Fall, weil die beide raus sind. Die konnten ja nicht fahren. Pizza 11. Warte mal kurz, ich muss mal kurz so. Pizza, P211. Dann Reus. Ja. Falkberg ist nicht da. Glaube, ich war 14. Ah, ich war 14. Du warst 14 da, ja. Müsste Fons gewesen sein. Ja, stimmt. Timmy war Achter. Timmy, ja, was hat Timmy? War Bullet Dude 17, oder? Bullet Dude müsste 17. gewesen sein, Aber ja. Birdie war 16. Birdie 16. und Bullet Dude, glaube ich, 17. ja, dann. Also fehlt ja. Noch jemand? Ja, uns fehlt einer, uns fehlt ja die Position. Reus war 13. oder was war der? Okay, dann fehlt Falkberg, fehlt dann zwischen euch. Also den habe ich jetzt hier nicht drinne, der fehlt dann zwischen euch. Zwischen dir und Reus. Kommt der noch rein oder? Ansonsten habe ich halt alles. Camo 1, Pave 2, Marvin 3, Neon 4, Tobi 5, Totti 6, Pizza Wolf 7, Timmy 8, Julian 9, Black Panther 10, El Pitu 11, Reus 12, du dann erstmal auf 13 gerade. Eigentlich ja 14, wenn ich den dazwischen kriege, dann, wenn er kommt. Fons dann hinter dir, dann Birdie, dann Bullet. Autos sehen. Ja, also noch nicht drücken, Aber ne? ich hab's ja nicht mehr. Ich mache jetzt mal kurz auf Bestätigen. Haben ihn doch nochmal eingeladen. Ah, da ist er doch. Dann passt es jetzt. Falkberg 13, du 14, Fons 15, Birdie 16, Bullet Dude 17. Okay, alles klar, dann Änderung passt es. bestätigen. Zurück. Zuschauen. Zack. Okay, alles klar. Viel Spaß beim Kommentieren dann. Dankeschön. So, ja, mal schauen. Sollte dann ja.
Ich lese auch gerade, 3 Minuten gibt es für die Strategie. Also, das heißt, wenn wir gleich drin sind, dann gibt es noch circa 3 Minuten Wartezeit und dann geht das hier auch los. Dann dürfen wir gespannt sein, was uns die Fahrer hier im Rennen abliefern bei Regen. Denn auch hier war es wieder so, es war ein Wink des Schicksals, dass wir die Lobby neu starten. Mit dem Regen, denn wie ist es, ist egal, welche Reifen man da vorher benutzt hat im Qualifying. Und ich hoffe natürlich nicht, dass wir jetzt durchgehend hier den Soundbug haben. Ich hoffe, dass wir gleich Sound kriegen. Schön das Motorgeräusch. Ansonsten haben wir heute ein Formel-E-Rennen. Ich bin echt gespannt, war, was hier heute für Strategien auch gewählt werden, dadurch, dass halt zum Ende hin es trocken werden soll. Die Frage ist, ob dann schon mit trocken, also mit Slicks gefahren werden kann. Auch wenn es zum Ende hin halt trocken wird, kann es ja sein, dass die Strecke immer noch so nass, so feucht ist, dass falsches Wetter, nö. Genau, die Fahrer sollten natürlich an ihr Setup denken. Ich habe es extra eingestellt, dass sie ihr Setup planen können. Ich habe es so eingestellt, dass es zum Ende hin trocken wird. Wie gesagt, ich kenne mich selber mit den Einstellungen, was das Wetter so angeht, nicht wirklich aus, wie man das genau einstellt für die Rennen. Mir wurde gesagt, es war erst stark, dann halt leichter Regen und zum Ende Dings. So habe ich das eingestellt. Kann sein, dass es jetzt dadurch vielleicht verkehrt ist, dass es vielleicht durch das ganze Rennen jetzt irgendwie regnet. Ich habe es so eingestellt, wie gesagt wurde. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass er es dann auch so annimmt über die 50%. Kann sein, Marvin ist letzter? Wie? Jetzt. Der ist letzter. Ja, ich sehe halt leider nichts. Ich habe leider diesen Ladebildschirm nur. Also es wird gerade in der Dings gefragt, ob er.
Okay. Warum ist er auf einmal ganz nach hinten gerutscht? Das verstehe ich jetzt allerdings nicht, warum der ganz komplett nach hinten gerutscht ist. Also wir machen es jetzt alles noch einmal. Uiuiui. Also ich habe jetzt zum Glück hier ein Bild, das heißt, ich kann anhand dessen die Ausstellung machen. Aber ich verstehe jetzt halt nicht, warum der ganz nach hinten gerutscht ist. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Warum der komplett nach hinten rutscht. Es bleibt mir gerade ein Rätsel, warum der gerade da nach hinten gerutscht ist. Oh Mann. Kamo kann ich hier schon mal nach vorne setzen auf die 1. Dann da gleich Pave, Marvin, Neon. Dann kommt der Tobi, der gerade noch nicht da ist. Und hinter Tobi kam Totti, der auch noch nicht da ist. Eieiei. Dahinter, Pizzawolf, der ist da. Die denn da vorschieben? Hinter Pizzawolf kommt Timmy. Kommt Julian. Den Black Panther. Dann der Pitu. Dann der Reus. Dann Falkberg, dann Nico, dann Fons, dann Birdie, der Bulle Dude. So, Tobi war auf der 5. Zack. Ich hoffe, dass die beiden da jetzt irgendwie noch reinkommen. Totti und Bullet Dude.
Jo. Jo. Ja, mir fehlen jetzt noch Bullet Dude und Totti. Okay. Und Totti? Falkberg muss noch Auto auswählen. Dann mache ich auf 17 maximale Spieleranzahl. Da ist er. So, da muss ich Totti jetzt noch hochschieben. Vor Tobi auf die 5. Wie gesagt, Camo 1, Pave 2, Marvin 3, Neon 4, Totti 5, Tobi 6, Pizzawolf 7, Timmy 8, Julian 9, Black Panther 10, Epito 11, Reus 12, Falkberg 13, Du 14, Fons 15, Birdie 16, ja, und ich ganz hinten. Aber ich bin ja, wie gesagt, so bestätigen. Zack. Ich hoffe, dass es jetzt funzt. Habe ich die Park für mehr habe ich aus. Okay. Dann sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Wie gesagt, das hatte ich vorhin auch gemacht. Keine Ahnung, warum auf einmal Marvin da als letzter geführt wurde. Ich habe es so wie eben auch gemacht, ja. Ich weiß auch nicht, warum. Keiner. Bullet Dude fährt doch nicht mehr mit. Ja, auf ein neues. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt dann doch funktioniert. Wie gesagt, warum auch immer Marvin da auf einmal als letzter geführt wurde. Ich habe eigentlich nicht verändert daran. Er war bei mir auf der 3 und war auf einmal auf dem letzten Platz. Und ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Und wir dann doch hier starten können. I hope so. Gesagt, wir müssen jetzt hier warten, bis die Fahrer dann wirklich auch wieder ihre Setups geladen haben. Und wenn wir hier schön den Ladescreen sehen, werden wir
Monsun wie in Kanada, schreibt Camo hier im Discord-Chat. Oh, das war heftig. Also Kanada, das war richtig krass letzte Saison. Da hat man gar nichts mehr gesehen. Also da war Regen, aber so ein starker Regen, du hast nichts mehr gesehen. Also du hast vielleicht gefühlt einen Meter vor dir was sehen können, aber ansonsten war nichts zu sehen. Das war richtig brutal, da ist auch das Safety Car deswegen rausgekommen und hat uns da erstmal durch diese Phase geführt von dem echt übelsten Monsunregen, der da kam. Könnte natürlich auch passieren, klar. Und als Fahrer ist das echt eklig, bei so einem Wetter dann irgendwas zu sehen. Vor allem, wenn das Safety Car dann da ist auch noch. Es ist so schon recht gefährlich, dann vernünftig zu fahren. Aber wenn das Safety Car dann noch da ist und Fahrer vor einem dann Gas geben, bremsen, Gas geben, bremsen. Da können schon der ein oder andere Unfall passieren. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches dann. Klar, sollte nicht, aber es kann, wie gesagt, es ist halt nicht unbedingt das Einfachste, dann zu fahren, da man echt auf alles Mögliche achten muss. Und auch noch mit dem Regen zu kämpfen hat, mit der Sicht. Und deswegen bin ich gespannt, was jetzt hier dann noch passiert. Es wird gleich losgehen mit Regen und dem Rennen. Gamo von der Pole, der sich hier souverän die Pole geholt hat, muss man ja sagen, hat auch verdient. Starke Zeit dahin gefetzt. Darf jetzt hier auch das Feld dann anführen im Regen in Frankreich hier. Vor Pay, vor Marvin, vor Neon. Nico von 14, Fons von 15. Da bin ich auch gespannt, wie die beiden da eventuell noch nach vorne fahren. Bin ich echt gespannt. Und es wird jetzt hier gleich losgehen. Entschuldigung. Gott. Ah. Der Energy hilft gerade gar nicht. Irgendwie. Okay, anscheinend war der Tobi doch vor Totti. Habe ich das jetzt gerade irgendwie. Ah, dadurch, oder? Habe ich das jetzt gerade verpatzt? Dann tut es mir wirklich leid. Ich glaube, ich habe es verpatzt. Ich glaube, ich habe da die falsche Einstellung genommen. Ja, tut mir leid, das habe ich verpatzt. Da habe ich die Namen vertauscht. Entschuldigung, Totti. Entschuldigung, Tobi, für den Fehler hier von mir. Und natürlich haben hier alle die Wets ausgerüstet. Wir gehen natürlich auf die Positionsveränderung. Und gehen hier nochmal die Startaufstellung durch. Camo hier auf der 1. Vor Pave und Marvin. Neon auf der 4. Fünfter wäre normalerweise Tobi. Ich habe es leider verpatzt. Es tut mir leid. Dann wäre hier auf der 6 der Totti. Pizzawolf auf der 7. Timmy auf der 8. Julian 9. Black Panther 10. Epito 11. Reus auf der 12. Falkberg 13, Nico 14, Fons 15 und Birdie von der 16. Und wie gesagt, es wird jetzt im Regen echt spannend, wie die Fahrer hier denn da auch mit zurechtkommen. Da es ja zum Ende noch trocken werden soll, bin ich auch gespannt auf die Setups, wer was. André Schumacher schreibt, was für ein Spektakel. Ja. Also heute ist echt wieder der Wurm drin hier. Na gut, ich muss das Beste draus machen. Die Aufstellung habe ich jetzt gerade ein bisschen verpatzt mit Tobi und Totti. Entschuldigung, wie gesagt, dadurch, dass beide Ts, Tobi, Totti hier, tut mir das wirklich leid für die beiden. Ich hoffe, die können das gleich irgendwie auf der Strecke wieder begradigen oder so. Ja, es tut mir wirklich leid da an der Stelle, dass ich das jetzt gerade ein wenig verpatzt habe.
Nichtsdestotrotz fahren die Fahrer jetzt hier in die Startaufstellung. Birdie kommt jetzt hier als letzter noch um die Ecke gefahren und reiht sich da jetzt auch gleich ein. Ja, zwei ganz starke Fahrer ganz weit hinten. Nico und Fons. Ich bin gespannt, wie sie hier im Regen dann auch eventuell nach vorne kommen und warum wird mir so eine komische Anzeige gezeigt hier. Von wem habe ich das jetzt? So, wir gehen darauf. Die Lampen sind aus. Sehr später Start hier. Aber der Camo kommt da gut weg. Marvin direkt neben Pave ordnet sich. Aber dahinter, da hinten gab es Flügelschaden. Da hinten gab es schon Flügelschaden. Ich weiß nicht, wer es war. Uiuiui. Und da steht ein Julian. Julian steht hier an der Seite. Pizzawolf kriegt eine Zeitstrafe wegen Kurve abgekürzt. Und ich glaube, das war auch Julian sein Flügel, der da geflogen ist. Ah, bitter für Julian. Hier im Regen gleich, ja. So weit zurückgefallen. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo andere Flügelschäden gerade sehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Fons auf 11, Nico auf 9. Also die haben schon richtig gut Plätze gut gemacht hier beim Start. Vorne die ersten vier sind gleich geblieben. Tobi und Totti haben die Plätze getauscht. Vielen Dank dafür, dass ihr das gemacht habt. Und Pizzawolf hier an Timmy vorbei. Timmy verbremst sich da. Muss da die Kurve abkürzen, wenn jetzt wieder auf die Strecke kommt. Vorsichtig. Lässt jetzt hier auch noch den Nico vorbei. Das heißt, Nico hier schon auf der 8. Hat hier schon richtig nach vorne gekämpft. Nach dem Starten einer Runde hier schon auf 8, 6 Plätze gut gemacht. Julian, der größte Verlierer hier gerade am Start. Und ui, Pizzawolf hat sich weggedreht. Pizzawolf hat sich weggedreht, verliert jetzt hier gerade auch Platz um Platz. Hat aber keinen Flügelschaden. Jetzt kommt da von hinten wahrscheinlich noch der Julian, der wahrscheinlich massive Probleme hat in den Kurven durch seinen kaputten Flügel. Ja, man sieht es hier auch. Und Fons. Da glaube ich gerade einen Platz verloren hat Black Panther wieder. Timmy mit Flügelschaden fährt hier in die Box. Vorne unverändert die ersten sechs, sage ich jetzt, weil Tobi Totti, die Veränderung, die stimmt ja nicht, denn so wäre die richtige Aufstellung gewesen. Und Nico ist schon siebter. Und vorne ist Marvin an Pave dran. Camo kann sich da ein bisschen absetzen. Aber wir haben hier halt kein DRS. Das heißt, hier wird rein übers fahrerische Können jetzt entschieden. Zurzeit. Bin gespannt, ob da irgendwie nochmal zum Schluss dann das DRS freigegeben wird. Und hier die ersten sind sehr, sehr dicht beieinander. Und Marvin hier dran an Pave und aber man sieht es auch hier, also die Sicht ist nicht gerade gut. Also vor allen Dingen, wenn es langsamer wird, dann wird es schon recht diesig. Vor allen Dingen direkt dahinter, ja, das sieht schon nicht unbedingt so cool aus für einen Fahrer hier dahinter zu fahren. Deswegen auch so ein bisschen versetzt der Marvin hier hinter Pave. Pave kommt da sehr weit raus. Scheint hier wohl ein paar Probleme zu haben. Aber kann sich hier vor Marvin halten. Also jetzt kommt Marvin hier ein bisschen weit raus. Also der Regen ist schon sehr stark. Und hinten haben wir Falkbeck. Hat einen Platz da verloren an Black Panther. Und Julian und Timmy, die schon an der Box waren jetzt hier, mussten durch den Flügelschaden. Und Reus hat da gerade einen Platz an der Pitu verloren. Und hinter ihm ist schon der Birdie. Der wird ihn jetzt hier wahrscheinlich auch gleich angreifen. Mal schauen. Ah, das ist schon recht eklig. Also, das Wetter ist schon nicht schön. Der Birdie hat da irgendwie gerade. Okay, der hat da wohl wieder Luft gelassen. Der wollte wohl nicht so weit dahinter fahren. Und Fons kämpft hier gerade gegen Falkberg. Ziemlich hartes Duell. Wird gleich wahrscheinlich die Chance haben, hier vorbeizukommen an Falkberg. Kommt Falkberg sehr schlecht raus.
Nico ein bisschen aufpassen, dass er ihm da nicht hinten reinfällt. Kommt jetzt hier aber sehr weit raus. Das heißt, für die Kurve jetzt nicht perfekt. Und somit Falkberg jetzt erstmal weg. Das heißt, er hat sich da erstmal wieder gerettet. Vor der Attacke von Fons. Nico hier dran an Totti. Und Reus hinten Platz verloren an Birdie. Hier, das geht doch relativ schnell teilweise. Die Platzveränderung. Und Camo mittlerweile 2 Sekunden hier weg von Pave und Marvin. Nach 3 Runden. 1,5, 2 Sekunden. Schwankt ein wenig. Aber noch sind die Fahrer relativ dicht beieinander. Und Safety Car. Safety Car ist draußen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es wirklich am Wetter. Es ist ziemlich starker Regen hier. Man sieht es auch. Also, es ist echt gut heftig. Das kann der Grund sein dafür, dass hier das Safety Car rauskommt. Wir schauen mal bei... Ja, also links und rechts, es ist so nass. Klar, die Ideallinie ist nur trockener, aber es ist so nass, es regnet so stark, dass hier das Safety Car wahrscheinlich deshalb rauskommt. Denn ich wüsste nicht, warum es sonst hier rauskommen sollte. Das heißt, auch Timmy und Julian haben wieder die Möglichkeit aufzuschließen und hier wieder einzusteigen in den Kampf um die Plätze. Denn ansonsten wären sie jetzt hier gerade noch ziemlich abgeschlagen. Und ja, also die Sicht ist nicht gerade weit. Das erinnert schon ein bisschen an Kanada letztes Jahr. Definitiv, also wow. Die Sicht ist echt nicht gut. Wenn man hier gleich mal auf die Gerade guckt. Ja, also das ist zu 99,9999% wegen dem Regen, dass hier das Safety Car gekommen ist. Wie gesagt, es erinnert an Kanada letztes Jahr. Da war es ähnliches Wetter. Vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Aber man sieht es hier. Wow, also hier hinten in Sektor 3. Wow, hier regnet es aber ordentlich. Und die Sicht ist ordentlich scheiße. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt hier niemand irgendjemanden drauf fährt. Ja, Marvin muss da schon ein bisschen ausweichen, weil es ja schon eng war. Ich hoffe natürlich wirklich, dass da niemand einem rauffährt. Und hat da der Fons gerade den Falkberg überholt? Oder war das gerade nur ein Anzeigefehler? So, Timmy und Julian haben jetzt hier natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, wieder aufzuholen. Während hier das Feld gerade auf der Stadt Ziel ist, ist Julian raus! Ui! Ui! Hier während der Safety Car Phase raus. Okay. Was ist passiert? Julian, bist du vielleicht hier im Stream? Ich mach das mal kurz anders. Vielleicht möchte er was dazu sagen, was da passiert ist. Und Timmy ist gleich wieder am Feld dran. Und dann weiß ich nicht, wie lange das noch dauert, bis das Safety Car rauskommt. Ui, man sieht echt kaum was. Das heißt, wir haben hier noch 15 Fahrer dabei, nach 5 Runden. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange das Safety Car draußen bleibt. Und die Karten werden jetzt auf jeden Fall wieder neu gemischt.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Das heißt, Camo gibt das Tempo vor. Und wir gehen hier natürlich auf die Pave. Und Totti, was ist da hinten los? Totti hat sich gedreht. Totti hat sich gedreht. Ui. Da war ein bisschen Verwirrung dabei. Und jetzt hier gehen wir nach vorne. Da hat sich Totti irgendwie gedreht. Gehen wir nach vorne, schalten hier auf Marvin und schauen aus seiner Perspektive mal hier den Restart. Safety Car fährt jetzt hier rein. Und Camo gibt das Tempo vor. Noch. Marvin dreht sich weg kurz vorm Restart. Marvin dreht sich kurz vorm Restart weg. Ah, oh, das ist bitter. Reiht sich hier auf P8 wieder ein. Und Pave kann hier Camo folgen. Und Neon hat ein bisschen abreißen lassen, weil vor ihm sich der Neon gedreht, der Marvin gedreht hat. Bitter für Marvin. Ist hier auf P8 zurückgefallen. Kurz vorm Restart, da in der vorletzten Kurve, dreht er sich weg. Eieiei. Da wird er sich ärgern. So, Timmy hier hinten an seinem Teamkollegen dran. Setzt an. Und, ai, ah, da gab es eine kleine Berührung. Und von hinten kommt da schon der Pizzawolf. Ah, als Teamkollegen sollte man das vielleicht ein bisschen besser lösen. Auch wenn man vielleicht irgendwie Ersatzfahrer oder sonstiges ist. Aber das sollte man trotzdem besser lösen als ein Team. Und Camo kann sich da von Pave ein bisschen lösen. Pave und Neon sind auch ein bisschen weiter auseinander. Und Tobi folgt dann schon dem Neon, genauso wie Nico, Fons, Black Panther, Marvin, alle dahinter. Aber alle relativ weit auseinander und Timmy jetzt hier an seinen Teamkollegen vorbei. Pizzawolf jetzt hier auch am Reus dran. Setzt jetzt hier vielleicht auch zum Überholmanöver. Ja, das ist halt die Gefahr im Regen. Die Curbs sind dadurch noch rutschiger. Und einmal zu früh Gas gegeben auf dem Curb drauf. Und schon rutscht mal weg. Das ist hier dem Marvin passiert. Auch sowas gibt's hier. So, Tobi musste jetzt ein bisschen auf abreißen lassen auf Neon. Hier haben wir jetzt Black Panther dran an Fons. Und die Sicht ist immer noch richtig scheiße. Entschuldigung, dass ich das so sage. Alle hier ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, die Sicht ist immer noch sehr eingeschränkt. Marvin hier ganz dicht dran an Black Panther, der natürlich versucht an dem Teamkollegen von Marvin vorbeigekommen, den Fons. Und Camo kann sich nach dem Restart wieder absetzen. Ist wieder 2 Sekunden weg davon Pave. Also dem scheint der Regen zu liegen. Und hier Black Panther gegen Fons. Die Attacke ohne Flügel, reine Power hier, reines Skill-Duell. Und, ui, da gab es eine kleine Berührung. Aber wie gesagt, der Regen, das ist nicht einfach hier im Regen. Muss man schon gucken. Schafft es jetzt hier leider nicht vorbeizukommen. Wird gleich versuchen, nochmal anzusetzen, aber in der Kurve würde es jetzt nicht unbedingt versuchen. Da lässt er auch von ab. Und jetzt muss er aufpassen, da kommt der Marvin hin. Und will sich da vorbeischleichen. Und schafft es sogar auch, so wie es aussieht. Schafft er es vorbeizugehen an Black Panther. Da hat er den, ja, den Versuch, den Black Panther da gegen Fons hatte, ausgenutzt und ihn überholt. Und Fons hat hier gerade seinen Teamkollegen vorbeigelassen. Deshalb, ja. Ich muss mal kurz hier einmal schnell gucken, mir wird gerade von Julie geschrieben. Wie gesagt, bleib natürlich drauf hier, weil Nico ist hier dran. Oh, Nico. Da ist Nico, ist hier dran an Tobi. Ganz dicht dran. Und bei dem Regen. Uiuiui. Versucht jetzt hier zu attackieren. Nee, lässt er doch wieder ab. Aber hat gleich wieder die Möglichkeit auf der langen Geraden jetzt hier innen. Nein.
Auch nicht. Das ist zu eng gewesen. Jetzt hier wieder. Gut rauskommen hier. Und steht da leicht quer. Da ein bisschen das Heck verloren. Dadurch ein bisschen den Anschluss an Tobi. Aber Black Panther bleibt dran an Fons. Wie hier seine Chance waren. Und Nico darf jetzt hier wohl erstmal noch ein bisschen warten. Oder kann er jetzt hier die zweite lange gerade ausnutzen? Nein, da kommt Tobi gut raus. Ich denke, das wird nichts. Hinten haben wir Birdie im Kampf um Platz 10 mit El Pito und Timmy. Während Totti sehr weit nach hinten gefallen ist und Nico jetzt mit der Zeitstrafe hier. Nico mit der Zeitstrafe, das kann am Ende wieder entscheidend sein. Und Totti nach seinem Dreher da in der Safety-Car-Phase. Und da haben wir Black Panther vorbei an Fons. Ich muss mal wieder aus der Onboard rausgehen. Black Panther vorbei an Fons. Das scheint Fons einen kleinen Fehler vielleicht drin gehabt zu haben. Und somit ist er da vorbei. Und hier hinten haben wir Birdie, Timmy und El Pito im Kampf um Platz 10. Und ich kriege gerade nochmal, dass ich ihn nochmal einladen soll. Das mache ich natürlich. Ich möchte natürlich gerne wissen, was passiert ist. Und ja. Sagt Birdie jetzt hier mit Timmy, der da Fehler gemacht hat in der Box, ist er raus. Ui, was war das denn? Wollte er da in die Box fahren? Hat die Box denn verpasst? Also das wäre mir auch schon einmal fast passiert. Wie gesagt, ist nicht einfach die Boxeneinfahrt. Vor allem im Regen, glaube ich nicht, dass das jetzt so geil ist. Moin. Magst du einmal dein Audio mit einbeziehen, damit ich die anderen auch verstehen? Jo, was ist da genau passiert? Ich meine, der Start war ja schon relativ scheiße von, also da hast du ja auch einen Dreher schon gehabt und dann in der Safety-Car-Phase bist du irgendwie auf einmal raus gewesen. Erzähl mal, was war los? Schade, das Trottensetup hat noch genommen, ne? Mhm. Das da der Ampel rutschen. Ja, da würde ich schnell wieder aufhören bei der Safety-Car-Phase und dann eben, ja, die lange gerade bis rechts rumgeht in der Kurve. Ich glaub, ja. Das ist bitter, das vor allem in der Safety-Car-Phase, ne? Ja. Aber und am Start, was war da los? Ich meine, hast du dich ja auch nach links weggerausgetreten aus der ersten Kurve dann? Ja, ist mir nicht niemand draufgekommen, das weiß ich nicht. Ich hab's leider auch nicht sehen können. Ich habe nur Flügelteile fliegen sehen und auf einmal standst du an der Seite und ich glaube, irgendjemand hatte noch einen Flügelschaden. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, wer das genau war. Ich glaube, Timmy. Runter, aber hinten habe ich irgendjemand pariert, glaube ich. Hm. Ich bin nicht mehr Wand, ne? Ui. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier gerade die Attacke von Nico gegen Tobi, der versucht wieder vorbeizukommen. Entschuldigung, dass ich dich da gerade... Aber er kommt noch nicht vorbei. Jetzt versucht er es hier auf der langen Geraden. Und Marvin ist hinter ihm dran. Marvin ist an ihm dran. Und hinten haben wir Birdie gegen El Pito im Kampf Platz 10. Aber Nico kommt noch nicht vorbei. Müssen wir wieder auf die lange Gerade warten. Für den neuen Versuch. Schätze ich, nein. Ah, doch nicht. Und Birdie gegen El Pito. Da gab es schon einen kleinen Platztausch, da hat Birdie schon mal angeklopft. Da muss ich AP2 verteidigen hier. Und wir gehen wieder nach vorne auf Nico, Marvin und Tobi. Jetzt kennt er da gekommen von Nico. Ja, und Totti mit der Sekunden Streckenbegrenzung überschritten. Und hier ja, jetzt Nico gegen Tobi. Hallo? Nein, er zieht wieder zurück. Warte, berührt. Aber dran mit seinem Flügel. Schaden hat er auf jeden Fall nicht. Und dahinter kommt aber Marvin. Marvin könnte jetzt natürlich die Attacke setzen. Gucken wir uns das mal aus der Perspektive hier von Marvin an, der hier direkt dahinter ist und kann jetzt. Ah! Mit ein bisschen mehr Grip wäre er hier vielleicht vorbeigekommen. Und man sieht immer noch sehr wenig in der Onboard. Also das ist immer noch sehr bescheiden. Und El Pito gegen Birdie wieder. Da gab es wieder eine Attacke von Birdie gegen El Pito.
die auch schon wieder vorbei ist. Stillspiel unterstützen. Das kannst du gerne tun. Mhm. Wir haben hier wieder den Dreierkampf und Fonce an der Box. Und jetzt hier die Attacke von Marvin gegen Nico. Ah, kommt nicht vorbei. Aber das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Gehen wir wieder in die Onboard von Marvin und schauen uns das. Und Fonce geht auf die Intermediates. Ui, bei dem Wetter? Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Vielleicht ist er jetzt hier gerade das Testobjekt für Marvin. Ich habe keine Ahnung, aber bei dem Regen jetzt schon auf Intermediates? Nein. Nein. Absolut nein. Also bei dem Regen, der jetzt hier noch herrscht, auf keinen Fall. Also Marvin, das, vor uns, da hast du die falsche Wahl getroffen. Das kann nicht gut gehen. Ja, ich bin immer auch drauf. Aber das reicht halt noch nicht. Die haben alle noch gut ERS, auch durch die Safety-Car-Phase. Und genauso wie mit Benzin. Also das wird noch einige Zeit dauern, denke ich, bis hier wirklich dem einen oder anderen dann das ERS ausgeht. Ui, da war gerade ein kleiner Leck drin bei mir. Das, Nico einmal kurz gesprungen. Und Birdie muss abreißen lassen, gegenüber P2. Marvin, kommst ab. Ich habe ihn wahrscheinlich schon verloren bekommen. Das ist möglich. Und wir schauen mal, wie Fonce hier fährt. Okay, hat jetzt hier den Reus gecashed. Aber ich denke, die... Tobi macht Fehler. Und Fonce jetzt mit einer 3 Sekunden Zeitstrafe. Tobi macht einen Fehler. Und wir gehen natürlich wieder vorne rauf. Jetzt kommt der Attacke von Nico. Reicht wieder, ne? Ah, das ist noch zu weit weg. Das ist noch zu weit weg. Raus aus dem Slipstream. Eieiei. Ah, es geht noch gut. Also bisher fahren sich hier sehr, sehr ordentlich hintereinander weg. Trotz des Regens. Ja, aber das wird noch nicht reichen. Das wird nicht reichen. Ah, das Problem bei Regen ist, du kannst dich halt... Willst du aber gegen die Brücke? Oh ja, das stimmt. Tatsächlich. Ah, bist du aber vorbei. Aber Fonce kann hier tatsächlich schneller fahren anscheinend. Also er holt nach vorne auf. Es könnte wirklich sein, also der Regen ist jetzt auch weniger geworden. Deutlich weniger geworden. Es ist auch deutlich weniger Regen geworden. Marvin war hier gerade dicht dran an Nico. Dran. Ja. Also es scheint wirklich, die Intermediates scheint zu gehen. Also jetzt hier hinten, Sektor 2, 3, ist der Regen auf jeden Fall noch stärker. Marvin. Ja, Marvin vorbei an Nico. Hält er dagegen? Ja, nein, da ist Marvin vorbei an Nico. Timmy hat die Session verlassen. Und hier Fonce hinten dran an Birdie und Pizzawolf. Ja, er ist ja deutlich schneller. Also der hat viel mehr Grip hier. Kann hier aus der Kurve viel, viel besser raus beschleunigen. Und es scheint jetzt irgendwie so zu sein, als wenn Intermediates gut gehen können. Und da kommt die nächste Attacke von Fonce gegen Pizzawolf und Tobi in die Box gefahren. Genauso wie Nico. Genauso wie Black Panther. Ja, die sehen das vielleicht sogar schon, dass der Fonce hier mit den Intermediates gut unterwegs ist. Aber Tobi geht hier nochmal auf die Wets. Black Panther geht auf die Inters. Und Nico geht auf die Inters. Jetzt bin ich gespannt. Also der Fonce kann natürlich seinen Teamkollegen hier Informationen geben über die Intermediates. Ist jetzt hier wieder auf der 10, 9. Und vor ihm kommt da gerade Black Panther und Nico raus. Und hinten Epito, Pizzawolf, Birdie, Reus, alle in der Box. Und holen sich, glaube ich, alle Intermediates ab. Reus hat noch nicht gewechselt, das werden wir gleich sehen. Tobi hier auf den Wets, ob das nicht ein Fehler war. Hinter ihm sind, denke ich mal, alle schneller jetzt. Und auch der Reus geht hier auf die Intermediates und Nico wieder mit der Zeitstrafe. Also das wird hier einiges durcheinander werden. Ja, Tobi geht auf die Wets. Tobi ist auf die Wets gegangen. Das war wahrscheinlich ein Fehler. War falsch entscheiden.
Na. Schade. Und wir haben vorne die ersten 5, die waren noch nicht in der Box, aber ich denke, die werden gleich reinkommen. Schwierig wird's für Ferrari. Knapp 4 Sekunden hier nur auseinander, das wird nicht reichen für einen Doppelstopp. Aber Carmo ist doch nicht der Favorit. Carmo ist auch für mich der Favorit, der fährt hier im Regen sehr souverän, hat auch nach dem Restart gleich einen guten Vorsprung rausgeholt. Und jetzt bin ich gespannt, wer fährt hier alles an die Box? Pay fährt an die Box. Carmo fährt weiter. Okay. Auch Neon fährt an die Box, Carmo fährt weiter. Okay, Doppelboxenstopp, Doppelboxenstopp erfahren. Da bin ich gespannt, Doppelboxenstopp, das wird schief gehen, ja. Da muss Neon warten. Und auch Pave geht an die mit die Inters. Marvin kann natürlich profitieren, klar. Und ist vorbei. Und ja, ist vorbei hier an Neon. Ist jetzt auf P3 und wenn dann der Carmo noch kommt. Und da kommt Marvin aus der Box, uiuiui! Das meine ich, die Ausfahrt ist zwar verkürzt für die Box, aber es ist immer noch gefährlich, da sie direkt auf der Ideallinie sind. Und Marvin jetzt hier gegen Tobi, bleibt er nicht vorne, Nico direkt dahinter. Ah, Nico muss aufpassen, dass er hier nicht beide sogar vielleicht abrollt. Kommt jetzt aber auch vorbei an Tobi. Das wird ganz eng, dahinter ist noch Black Panther, also jetzt wird es hier gerade richtig eng. Wie gesagt, Tobi hier... Aber wie gesagt, für Tobi wird es jetzt hier gerade richtig eklig, denn er ist hier auf Wets und alle anderen auf Winters. Die werden hier alle besser fahren können als er. Ja, also der Regen lässt auch langsam nach. Dahinter kommt schon Fons, dahinter kommt schon Neon. Also hier ist es richtig eng gerade. Carmo vorne. Am Lecken, hab ich's gefühlt. Ich muss mal kurz auf Carmo gehen, gucken, ob der hier gleich in der Box, an die Box fährt. Ja, Tobi verliert jetzt hier natürlich die Plätze. Er wird hier nicht hinterherkommen. Mit den Reds, das war die klassische Fehlentscheidung. Ja. Der Fons überholt ihn jetzt, als nächstes kommt Neon. Und Carmo fährt jetzt an die Box. Carmo an der Box, wo ist Pave? Das könnte spannend werden. Oh, nein. Totti hat die Session aufgegeben. Ei, ist das bitter. Aber, Das, weiß ich nicht, Sektor 2 irgendwo. War schon doppelt auch Neon ist jetzt hier und Pave kommt Carmo jetzt auf die Startziel. Carmo kriegt jetzt die Hinters und Pave wird wohl vorbeiziehen, denn vorbei. Carmo kann Marvin. Jetzt erst Gas geben. Marvin kommt da jetzt. Vorbei. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Ui, da kommt er rausgeschossen. Nico. Ah, Nico schafft es nicht. Nico bleibt noch dahinter, aber. Jetzt wird's richtig spannend und Tobi fährt nochmal in die Box, holt sich jetzt auch die Inters ab. Da verliert er Plätze jetzt durch den zweiten Stop. Aber Carmo hier direkt hinter Marvin draußen. Bin jetzt gespannt, Carmo macht wie das sich verhält. Ja. Pave jetzt hier 4,5 Sekunden knapp vor Marvin. Black Panther mit der nächsten Zeitstrafe. Also die Zeitstrafe werden hier am Ende noch einiges durcheinander wirbeln. Carmo beinahe. Weggedreht. Bärsteher. Und Mustang-Beste, der Timmy, der schreibt gerade, dass er vor der Kurve den Flügel verloren hat, wollte noch in die Box fahren, hat es dann irgendwie nicht geschafft, hat da dann in der Boxeneinfahrt sein Auto zerlegt und meinte, dass sein Headset schrecklich sein soll, dass man dich nicht richtig hört. Das liegt nicht unbedingt am Headset, lieber Timmy. Das liegt an Twitch. Das ist irgendwie von Twitch, dass der Zweite, der dabei ist, meistens irgendwie so richtig gekrisselt rüberkommt. Das liegt nicht an seinem Headset. Sein Headset ist bei mir wunderbest, ich höre ihn auch gut, aber das liegt an Twitch, ja. Da könnte ich jeden anderen einladen. Das ist manchmal so. Es kann auch an seiner Internetverbindung liegen, aber... es ist halt so ein Mischmasch aus allem, aber sein Headset ist es nicht. Also das kann ich sagen. Sein Headset ist gut und Marvin jetzt hier mit der neuen schnellsten Runde 1:44.4.11 auf den Inters und Carmo kann dranbleiben. Die beiden holen auch ein bisschen auf Pave auf. Bin ich gespannt. Und Neon hinten dran an Fons. Und wir haben hier nach 16 Runden nur noch 13 Fahrer dabei. Oder was heißt nur noch? 13 Fahrer, ja.
Achso, du streamst ja UTC, ne? Ich streame auch die UTC, ja. Ja, dann kann man schon. Ich weiß. Ah. Hatte ich erwähnt im Stream schon. Hast du vielleicht noch nicht mitbekommen. Wirst du vielleicht, wenn du es dir nochmal anguckst. Ja. Camo versucht natürlich hier weiter an Marvin vorbeizukommen. Kommt auch immer dichter ran, aber es reicht noch nicht ganz. Und ich bin gespannt, ob wir hier zum Ende nochmal die Slicks sehen werden oder ob hier mit Inters durchgefahren. Also der eine oder andere wird vielleicht sogar versuchen, mit den Inters durchzufahren. Gehe ich sehr stark von aus, aber die Frage ist halt, wie schnell trocknet die Strecke. Kamu macht weiter an Bord. Auf Marvin. Boah, die beiden kommen jetzt sehr weit raus. Ja, der Kamu ist auch ein bisschen weit rausgekommen. Und Pave kann wieder ein bisschen rausholen da. Dadurch, dass die beiden hier ein bisschen kämpfen. Zwar jetzt nicht so wie man es kennt mit Slicks und DRS, aber Pizzawolf dran an der Pito, da schauen wir doch glatt mal. Pizzawolf Quersteher. Das reicht nicht. Ist scheiße zum Zugucken, schreibt Mustang Beste. Okay. Leon Force dran an von uns. Oh, ja, sind alle gerade sehr nah dran hier aneinander. Leon Force ist von uns reingefahren, der Kamera. Ja, okay. Schauen wir gleich mal, ob der vielleicht einen Flügelschaden hat. Na, das scheint noch alles okay zu sein. Okay, jetzt kommt, jetzt kann der Attacke kommen. Oh ja, ich geh mal drauf, auf die Onboard. Ja, ja. Da kommt sie. Und schön, dass Neon mir hier angezeigt wird mit Wet-Reifen. Jetzt hat er vorne links Inter, rechts Wet. Sehr nice. Aber das hat noch nicht gereicht hier für eine richtige Attacke, um hier vorbeizukommen an Fons. Na, das reicht nicht. Camo und Marvin holen hier wieder auf Pave. Also das geht hier gerade ein bisschen hin und her. Machen sie auf, man geht sie ran. Das kann gut möglich sein. Und hinten Pizzawolf an der Pito dran. Kampf um Platz 10. Bleiben wir bei Neonforce. Und Neonforce ist ganz dicht dran an Fons. Ja, hier wird es leider noch nicht reichen. Bei Pizzawolf. Oh. Marvin mit der neuen schnellsten Runde 1:43.931. Jetzt kann er da von Neon Force kommen. Ah, ne, Marvin 3 Sekunden Zeitstrafe. Uiuiui. Oh, gelbe Flagge, gelbe Flagge. War da. Das könnte sein, dass hier gerade eine Runde ist. Ja, der Reus hat sich da gerade wohl weggedreht, glaube ich. Weggedreht, ja, der hat auch gerade ziemlich Zeit verloren. Mhm. So, und jetzt hier Pizzawolf gegen AP2. Kommt er jetzt sehr gut raus, kann hier die Attacke starten gegen AP2, hat jetzt die Innenbahn. Bin ich gespannt, wie die beiden hier durch die Kurve fahren. Und da ist Pizzawolf vorbei an AP2. Das ist alles weg gleich gewesen. Sah mir auch danach aus und Neon Force gegen Fons hat jetzt hier auch die Innenbahn. Diesmal zieht er nicht zurück, diesmal will er vorbei, diesmal gemacht, schafft er es auch. Gemacht. Ja, Fons kann vorkommt nochmal. Genau, Fons kann jetzt kontern. Ja, auf der Geraden. Gab es wieder eine Berührung, glaube ich. Und jetzt hier Fons in der Innenbahn. Jetzt mal gucken, wie die beiden hier schön durch die Kurve fahren, Seite an Seite. Und immer noch nebeneinander. Und ui, da gab es eine Berührung. Fons hat sich dann leicht gedreht. Uiuiui, der konnte aber sein Auto nochmal abfangen. Und sind immer noch nebeneinander. Und uiuiui. Also das sah jetzt gerade nicht mehr regelkonform aus, was da passiert ist. Die ganze Zeit sehr schön gefahren, denn natürlich gibt es da vielleicht mal eine Berührung. Aber das eben. Okay, Camo muss ein bisschen abreißen, das liegt über Marvin. Marvin gibt jetzt richtig Gas. 1:43.8 zieht hier eine schnellste Runde nach der anderen nach sich. Eieiei.
Marvin gibt jetzt Gas. Zwischen ihren Forsten Fronts. Auf jeden Fall sah das komisch aus. Also für mich sah das jetzt bis zu dem Zeitpunkt sehr schön aus. War ein sehr schönes Duell. Klar, es ging, dass man da nicht unbedingt jetzt berührungsfrei bleibt, vor allem bei dem Regen. Dass man da sein Auto so kontrollieren kann, wie man es gerne möchte. Aber das dann... Oh, das nächste gelbe Flagge. Ja, wieder Reus. Next Reus, 10 Sekunden Zeitstrafe. Checken wir jetzt überschritten. Kannst den Audio eigentlich durch in der Box abstellen. Das wird dir ja nichts mehr. Fährt ganz sacht, was jetzt wird. Aber Camo kann profitieren, aber keiner ist. Fährt jetzt auch in die Box. Birdie mit der Zeitstrafe. Pitu dran an Pizzawolf. Tobi an Falkberg dran. Und vorne, die ersten drei sind dann nur 2,5 Sekunden auseinander. Also da vorne kann es auch nochmal spannend werden. Und P1, Marvin jetzt dran an Pave. Zwei VCRL-Fahrer. Dobi und Falkenberg. Einander. Ah, Tobi jetzt hier an. Falkberg dran. Marvin ist dran an Pave. Marvin ist dran an Pave. Das wird ganz spannend, das Finale noch. Marvin jetzt als 43,8. Der macht hier eine schnellste Runde nach der anderen. Tobi jetzt hier wieder vor Falkberg. Also warum ist Reus auf Mediums? Okay. Reus ist auf Mediums gegangen? Uiuiui. Also, okay. Also das... Nein. Aber selbst wenn es, also da muss ich jetzt mal zu sagen, also selbst wenn es noch irgendwie regnet, nieselt oder sonstiges, kann man schon auf Slicks fahren teilweise. Also es gibt Wetter, da kannst du schon auf Slicks fahren, da sind die einfach schneller, aber jetzt in diesem Moment glaube ich es halt einfach nur nicht. Na komm, der Attacke kommt von Marvin. Kommt, ja. Marvin jetzt hier gegen Pave um P1. Setzt sich hier innen rein, aber zieht nochmal wieder zurück. Hammer. Zieht dann nochmal wieder zurück und Game oder Sektor 2. Der Mercedes Blackburn, da hat sich schon geprägt. Jetzt sind wertvolle Plätze. Black Panther hat sich weggedreht. Ui. Damit hat er ein paar Plätze verloren, ist jetzt hier auf 7 zurückgefallen. Cool. Marvin feiert Druck. Und Marvin und Camo machen jetzt hier richtig Druck auf Pave. Totti hat die Session verlassen. Der war schon raus. Wie gesagt, die beiden machen jetzt hier richtig Druck auf Pave. Camo kann auch wieder profitieren. Ist wieder dran. Ja. Ah, Camo wird sich wahrscheinlich ärgern. Dann, wenn er wirklich eine 5 Sekunden Zeitstrafe hatte bei einem Stop and Go, dann, ja. Er hätte jetzt vor denen sein können. Mhm. Und, 3 Sekunden Dobi. Vielleicht jetzt hier. Mit einer Attacke. Aber Pave kommt da genauso gut weg. Camo. Ja, der ist noch viel zu weit weg. Aber sie kommen halt immer wieder dicht zueinander. Die Frage ist, wird sie halt nochmal auf die Soft-Reifen gehen? Dann, denke ich mal, wenn nochmal gewechselt wird, dann auf die Softs. Und Black Panther jetzt an der Box, der hat sich vielleicht den Flügelschaden da abgeholt. Deshalb an die Box gefahren. Ja, da gibt es 9 Flügel. Bitter für Black Panther, der wird jetzt hier weitere Plätze verlieren. War gut dabei. Und ist jetzt auf P9 zurückgefallen. Wird wahrscheinlich gleich noch einen Platz verlieren. Ah, bitter für Black Panther hier. Und Marvin vorbei an Pave! Marvin außenrum vorbei an Pave! Super Überholmanöver, hab gerade noch hingeschaltet. Außenrum vorbei an Pave. Spitze hier gemacht an der Stelle. Und Pave kann jetzt kontern. Und so bin ich ja da. Und da haben sie das verpasst. Marvin ist vorbei. Marvin ist vorbei an Pave. Über die Außenbahn ist er da vorbei an Pave. Da gibt es eine nächste gelbe Flagge. Ja, Sektor 2. Ja, alles bitte. Muss die vorbeilassen. Jetzt kann Marvin hier gerade wegziehen. Jetzt hat Marvin freie Bahn. Jetzt kann er da ein bisschen wegziehen. Und Pave muss aufpassen, dass Camo nicht jetzt gleich noch vorbeigeht. Pave verliert hier irgendwie gerade Zeit.
Camo will natürlich auch wieder vorbei. Will dann natürlich noch versuchen, um P1 zu kämpfen. Die Frage ist halt, wie gesagt, sind noch 6 Runden zu fahren jetzt hier. Ob es nochmal auf die Slicks geht. Aber es ist, wie gesagt, bedeckt, aber es regnet halt noch. Ja, es wird auch weniger, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, es ist halt immer noch sehr diesig. Und bedeckt heißt ja nicht unbedingt, dass es nicht mehr regnet, sondern es kann auch regnen bei bedeckt. Deshalb ist halt fraglich, ob es wirklich trocken wird. Noch. In Sektor 3. In Sektor 3 hat es auch gepasst. Also ist dort. Und ui, Camo mit einem kleinen Fehler da aus der Kurve raus. Und Buster gerade hat den Anschluss jetzt verloren. Definitiv mit dem Fehler hier gerade. Beim Rausbeschleunigen ist auf den Innenkurve gekommen. Hat sich da leicht weggedreht. Das ist jetzt die Chance wieder für Nico, der jetzt natürlich den Camo wieder ein bisschen größer sieht. Da wieder ranzufahren. Um sich hier vielleicht noch aufs Podium zu schleichen. Okay, es hat aufgehört zu regnen. Ui, das war aber jetzt schnell, aber das ist Sektor 3. Es hat wirklich komplett aufgehört zu regnen. Wir haben noch 6 Runden zu fahren. Jetzt bin ich gespannt. Also, man könnte jetzt natürlich sagen, ja, ich fahre rein, hol mir nochmal hier die Slicks. Aber die Frage ist, wer macht es? 6 Runden noch zu fahren. Ich denke auch, dass die meisten Fahrer sich vielleicht entscheiden werden, hier durchzufahren. Für Black Panther zum Beispiel bitter, wenn das jetzt eine Runde später passiert wäre, hätte er jetzt sogar vielleicht auf die Slicks wechseln können. Ist hier hinten aber gerade dran an Birdie. Naja, gibt's da Tage. Oh Gott, wie viel sind dort? Zieht jetzt hier vorbei an Birdie, ist jetzt auf P11, hat jetzt den Pitu vor sich, um sich da eventuell noch einen Punkt zu schnappen. Vorne haben wir schon etwas größere Abstände. Marvin zieht hier weg von Pave und Camo nach dem Fehler Marvin. Über 2 Sekunden Marvin weg hat von noch Pave. 30 Sekunden Zeitstrafe, darf man nicht vergessen. Ja. Er muss wegziehen. Sicherlich, und Black Panther hier dran an Pitu. Black Panther jetzt gleich mit dem Versuch und Falkbeck fährt an die Box. Holt er sich hier die Slicks ab? Okay, das wäre. Und Black Panther versucht ja an Epito vorbeizukommen, schafft das auch. Zieht hier vorbei an Epito, ist jetzt auf P10. Er holt sich die Softs. Er holt sich die Softs. Da bin ich gespannt, wie die hier schon so funktionieren. Black Panther jetzt wieder vorbei an Falkberg. Falkberg, bin ich jetzt gespannt, ob der da nochmal aufholen kann wieder. Und Pave mittlerweile fast 2,5 Sekunden hinter Marvin. Camo konnte wieder ranfahren. Nach seinem Fehler ist er wieder rangekommen an Pave. Falkberg schon mit dem Quersteher. Ja gut, er kommt gerade aus der Box, da muss er natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber man sieht auch noch den Spray, also ich weiß nicht, ob das wirklich schon breit ist, die Strecke für Slicks. Oh, es ist nicht nur am Spin. Dreht sich nur weg. Na, hat wieder Schreien. Morgen kommt sehr gut weg. Ja, 2,5 Sekunden sind schon. Und Camo kommt aber auch wieder ran an Pace. Aber man muss es mal wieder tot machen. So, Birdie jetzt hier gegen LP2. Kommt nicht vorbei. LP2 jetzt mit der Zeitstrafe. Ja, die Zeitstrafe werden hier am Ende noch einiges durcheinander wirbeln. Und Camo kommt weiter näher ran an Pave. Also wenn er den Fehler nicht gemacht hätte, wäre er vielleicht sogar schon vorbei. Aber er hat ihn leider gemacht und somit hängt er da weiter fest. Kann sich wieder von Nico absetzen, der ja sein Rennen fahren kann, aber da vorne mit den dreien nicht mithalten kann hier im Regen von Frankreich. Und wir haben jetzt hier noch 4 Runden zu fahren. Birdie weiter dran an LP2, Kampf um Platz 10. Der einzige spannende Kampf, den wir gerade haben. An. Pizza wollte dran. Und ui! Pave mit dem Fehler! Da ist Camo vorbei an Pave. Pave hat aber noch den Flügel. Da hat er sich wohl weggedreht. Und ein bisschen Glück auch gehabt, dass er da nichts weiter verloren hat. Und Camo jetzt 4 Sekunden weg von Marvin. Marvin.
Marvin hat jetzt natürlich seine 3 Sekunden, wenn er nur die 3 Sekunden hat, rausgefahren. Aber Pave hat Glück im Unglück. Der Flügel bleibt dran. Und wir haben jetzt hier noch 3 Runden zu fahren. Und Nico kommt aber jetzt ran. Klar, die Reifen von Pave sind natürlich jetzt auch in Mitleidenschaft gezogen worden. Birdie kommt hier nicht wirklich dran. Ja, aber Birdie ist noch ein bisschen näher dran. Aber wird hier wohl nicht richtig rankommen. Kann kaum mal aufholen. Wie es aussieht. Und Black Panther jetzt dran. Innerhalb der Sekunde, wo man mit Attacken rechnen kann. Und Carmo hat jetzt auch einen guten Vorsprung auf Pave. Und muss jetzt gucken, die letzten Runden, dass er vielleicht dann noch ranfährt an Marvin. Und kann hier dann seinen ersten Sieg feiern vielleicht. Black Panther jetzt richtig dran an. Richtig nah dran an Pizza Wolf, kann jetzt hier die Attacke starten. Hängt die schon fast im Getriebe drin, zieht jetzt raus. Über die Außen, will er es versuchen. Erst außen, dann in Bahn. Na, dann lassen sich beide auf jeden Fall guten Platz, aber Black Panther ist vorbei an Pizza Wolf. Jetzt aber fährt es dann eher Gegenattacke. Jetzt läuft er lang dran vielleicht. Ja, wir bleiben mal drauf. Wie gesagt, dahinter haben wir noch Birdie gegen Hat eigentlich Edu, ganz viel ERS. Ja, ist zu weit weg. Das kann man nicht schaffen. Ist zu weit weg. Das ist jetzt definitiv zu weit weg. Kommt, nee, da kommt man nicht mehr ran. Nee. Na, Carmo hat auch Birdie gegen Pitu. Das scheint auch viel zu weit weg zu sein. Aber für die zweite könnte es was bei Birdie werden, vielleicht. Vorne sind die Abstände gleich, also da verändert sich gerade nichts. Und okay, Faust an der Box. Ja. Da will er sich wohl nochmal die schnellste Runde krallen. Das glaube ich auch. Willst du versuchen, auf den Softs jetzt hier die schnellste Runde zu fahren, für die letzte Runde? So sieht's nämlich aus. Und da gibt's die Slicks. Tobi fährt auch kurz. Tobi fährt auch nochmal in die Box. Jetzt spannend nochmal hier die letzten zwei Runden. Wer holt sich hier nochmal die schnellste Rennrunde? Für Fons ist das natürlich jetzt ein Glücksgriff, dass Tobi auch nochmal in die Box fährt. Das heißt, er hat nach hinten genug Platz. Genug Luft. Und der S wurde deaktiviert. Das heißt, jetzt ist auf jeden Fall Slickszeit. Jetzt kann man mit den Slicks rausfahren. Die sind jetzt definitiv schneller. Tobi, die Frage ist: Glück gehabt. Tobi kommt vor. Black Panther. Und Birdie fährt auch nochmal in die Box. Black Panther vorbei an Tobi. Die Frage ist, ob Black Panther vor Tobi bleiben kann bis zum Schluss. Denn wie gesagt, jetzt mit den Slicks. Na. Könnte das was werden? Birdie ist auch nochmal reingefahren. Holt sie jetzt auch hier die Slicks ab. Wo kam? 3,5 Sekunden. Muss noch eine halbe Sekunde auf den Nadeln. Und Tobi jetzt natürlich auch mit der S. Das darf man auch nicht vergessen. Das wurde gerade nämlich aktiviert. Ist Tobi jetzt hier an Black Panther dran? Wird jetzt hier gleich vorbeiziehen an Black Panther. Hier mehr Speed haben, da kommt der Flügel auch noch. Zack, und vorbei an Black Panther. Da hat Black Panther keine Chance. Und wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, wer hier noch sich die schnellste Rennrunde krallt. Ob es der Birdie, ob es der Tobi oder der Fons ist. Birdie würde keinen Punkt kriegen, Sieg ist aber genau, denn Carmo kommt hier ran 3,3. An Marvin. Aber Marvin, wir sind ja schon in der letzten Runde. Und gehen jetzt hier natürlich mal auf den Marvin. Für die letzte Runde. Und es sind 3,1, also es wird immer enger. Boah, 3,3. Marvin. Frage ist, was hat Marvin noch an Reserven, was hat Carmo noch an Reserven? Ich denke, beide haben jetzt hier auf volle Pulle gestellt für die letzte Runde. Also beide werden hier auf volle Pulle gestellt haben für die letzte Runde. Oh nein, da kommt der Quersteher. Da kommt der Quersteher von Carmo. Ah, das ist natürlich bitter. Nein, Pizza Wolf hat einen Platten. Pizza Wolf hat einen Platten? Pizza Wolf hat einen Platten. Von links. Zu lange draußen gewesen. Oh nein.
Auf P10 muss er jetzt leider rein. Das heißt, Falkberg und Birdie werden gleich noch vorbeiziehen. Und Falkberg wird sich somit den letzten Punkt fallen. Falkberg jetzt mit der neuen schnellsten Runde, 1:41.3. Aber wird vielleicht gleich noch... Nico hat, Nico hat sich weggedreht. Nico hat sich weggedreht. Ei, bitter, bitter. Marvin kommt jetzt hier gleich über die Linie. Hat einen Platten. Aber dann muss er hinten sein. Das war's. Ja, hinten rechts. Ah, bitter für ihn. Und Marvin. Das war's. Uiuiui. Marvin hat auch einen Platten hinten rechts. Aber kann sich nicht über die Linie retten. Camo gewinnt das Rennen in Frankreich hier. Dadurch, dass er vielleicht eine Runde später in die Box gegangen ist, gewinnt er das Rennen. Glückwunsch an Camo zum ersten Sieg in der UFL hier in diesem Jahr. Und Pave auf 2, Marvin auf 3, der hat hier gerade nochmal alles verloren quasi zum Schluss. Neon auf 4, Pizzawolf hat die Session verlassen, Force fährt auf 5 über die Linie. Nico hat hier mit Problemen zu kämpfen, muss jetzt aufpassen, dass da der Tobi nicht von hinten kommt, denn Nico hat ja noch Zeitstrafen. Nico kommt jetzt hier gleich über die Linie und Tobi kommt jetzt gleich. Das reicht nicht, das reicht nicht. Doch, es reicht, es reicht ganz knapp. Bleibt Nico da auf 6. Black Panther kommt jetzt hier als 8er. Tobi hat die schnellste Rennrunde hier. Und Black Panther auf der 8. Falkberg wird als 9er über die Linie fahren. Das war ganz bitter. Für Nico. Und Alpido auf der 10. Birdie 11. Next Royce wird hier als 13er dann über die Linie fahren. Und mit Camo haben wir hier einen verdienten Sieger in Frankreich. Wir haben viele Platten zum Schluss noch gesehen. Unglaublich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jetzt doch so viele Platten noch auftauchen. Schon, ne? Spannend. Und, das Rennfinale in Frankreich. Auf jeden Fall. Definitiv mit Camo eigentlich auch einen verdienten Sieger, obwohl alle drei es verdient hätten, da glaube ich, die da oben stehen, hier den Sieg davon zu tragen. Aber Camo hier mit seinem ersten Sieg diese Saison. Sehr gute Rennen schon abgeliefert. Heute hat es endlich funktioniert. Vielleicht ein bisschen profitiert von den Platten da von Marvin, aber so ist das nun mal. Das ist Racing. Man reizt es aus und bitter für Marvin in diesem Moment, aber ich denke, nach dem ganzen Tovabu da auch, durch seinen Wegdreher nach dem Safety Car, hat er hier eigentlich noch das Beste rausgeholt. Und das Grid, was wir am Anfang hatten, ist auch die Endplatzierung hier. Zumindest die ersten 4. Camo auf 1, Pave 2, Marvin 3, Neon 4. Uiuiui, okay. Next Royce. Der Strafenkönig Neon und Camo hier ohne Strafen durchgekommen, genau wie Tobi, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Mal gucken. Ne, das war Falkberg, der auch ohne Strafen hier durchgekommen. Glückwunsch auch an die drei, hier ohne Strafen zu kommen. Ist auch eine Kunst. Und, Nico, du findest Saustrecke bei 14 und 15 auf. Auf jeden Fall, trotz dass er da ziemlich komisch gewechselt hat manchmal, muss man sagen, hat er hier noch echt gut was rausgehauen. Leider nicht für die schnellste Rennrunde gereicht. Aber 5. Platz von 15 gestartet hier. Gutes Ergebnis, genauso wie Nico, trotz des Plattens. Von 14 auf 6, auch ganz stark. Benachteiligt durch den, dadurch, dass er nicht mehr in die Lobby reingekommen ist, musste er hier von 14 starten. Und ich werde mir jetzt hier die Fahrer nach und nach einladen. Achso, wegen Qualifying bin ich ja rausgeflogen, ne? Könnte ich nicht mal beitragen. Ja. Ich hatte Soundbug und würde ich vor dem Einzelnen starten, dann konnte ich aber nicht mal beitragen, das war bitter. War ganz bitter. So, jetzt muss ich mal kurz hier einmal die Dings aufmachen, weil sonst kommt er, glaube ich, nicht rein hier. Teilnahme an Party ermöglichen, weil sonst kommt der Marvin ja immer nicht rein, der Bengel. Der wird natürlich auch jetzt ein bisschen enttäuscht sein, aber ich denke, mit dem gesamten Rennen an sich kann er eigentlich zufrieden sein, so wie es gelaufen ist. Camo oder glücklich sein. Echo bei dir. Warum habe ich ein Echo bei dir? Ja. Okay.
Und da ist er auch schon. Moin, deine Audio einmal nicht vergessen. Ist einbezogen. Er ist einbezogen. Dann, ja, erstmal Glückwunsch zum dritten Platz. Wow, was für ein Rennen. Qualifying erstmal. Bist du Dritter geworden? Bist du zufrieden mit dem Qualifying an sich? Oder sagst du, nee, ja, das war irgendwie nicht so? Nee, Qualifying war das Beste, was ich gemacht habe. Gewechselt auf Regen-Setup und das war das Beste, was ich tun konnte damit. Also bin echt happy gewesen damit. Okay. Super. Oh, sehr gut. Ja, Start war dann eigentlich relativ gut, muss man ja sagen. Ich meine, du warst ja schon fast neben Pave dann auch. Hast dann wahrscheinlich auch ein bisschen zurückgezogen, auch aufgrund des Regens. Wolltest da wahrscheinlich kein Risiko eingehen. Und dann kam ja schon kurz Zeit später die Safety-Car-Phase. Nachdem Camo da ja sich schon ein bisschen absetzen konnte, kam die Safety-Car-Phase, wo du einen riesen Fehler gemacht hast in der vorletzten Kurve beim Restart. Was war da genau los? Ich meine, ich habe es auch ein bisschen gesehen. Du bist auf dem Curb gewesen, hast wahrscheinlich zu früh Gas gegeben. Ja, ich war, wie gesagt, Safety-Car war dann und die Leute vor mir waren dann sehr langsam und ich bin da ein bisschen aufs Gas und war dann auf dem Curb und dann, ja, dann war es doch schon passiert, aber dann habe ich mich gedreht und dann kam ich wieder zurück und bin echt zufrieden mit meinem Rennen, also echt top. Dann ja der Wechsel auf die Inters, da hat ja dein Teamkollege als erstes gewechselt. War das eine Absprache vom Team, dass er als erstes wechselt, um zu testen, ob das schon geht, oder? Ich muss wirklich sagen, dass Fons und ich gar nicht in der Party waren, also ich wusste davon gar nichts. Ich ja. Auf einmal weg war. Aber war okay. Dann habe ich natürlich gesehen, dass das dann funktioniert und ja, dann bin ich auf die Intermediates eine Runde später dann gegangen. Ja, dann durchgefahren bis zum Schluss und dann der Platten. Kurz vor Schluss, du hast eigentlich alles geschafft. Du hast die 3 Sekunden, deine 3 Sekunden Zeitstrafe rausgefahren. Es hätte gereicht wahrscheinlich. Und dann ein paar Kurven vor Schluss der Platten. Was war da los? Hast du zu viel gepusht? Den ersten Set habe ich mal gepusht. Da hat schon 80% und dann bin ich ein bisschen langsamer. Ja, und dann letzte Kurve eingelenkt und dann zack, ist da hinten weg gewesen. Ich denke, dass du auch die vorigen Runden zu viel gepusht hast. Du hast ja eine Bestzeit nach der anderen rausgehauen hier auf den Intermediates. Das war, glaube ich, nicht ganz so gut für die Reifen, denke ich. Ja, das war ein bisschen zu viel für die Reifen. Bisschen aber ich bin trotzdem gut. Echt happy. Aber startet schade. Ja, aber das war echt bitter. Aber ich denke, durch das, was alles passiert ist, also sprich auch das in der Safety-Car-Phase, ich glaube, da kann man trotzdem zufrieden sein mit dem dritten Platz, oder? Ja, ich bin mega zufrieden damit. Das war echt eine gute Aufregung noch. Also echt super. Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was kommt denn als nächstes, ey? Ich finde immer diese scheiß Tabelle nicht, Alter. Ich muss mich einfach mal. Ich schöne. Pieren hier, ey. Also. Das ist doch scheiße. Keine Ahnung, was kommt denn als nächstes? Ja, hier wird immer so viel gepostet, ey. Das geht voll unter und dass das nicht angepinnt wurde, nervt mich eigentlich mega. Ja, morgen nochmal auf eine Gratulation, ne, zum Podium. Dankeschön. Und ich würde jetzt eigentlich gerne nochmal wissen, Alter, was ist denn das? Was passiert in der ersten Runde? Ich wüsste ohne. Entweder habe ich einen leichten Stupser bekommen von hinten oder ich war auf immer links in der Wand drin. Ah, das ist natürlich schwerer. Das ist scheiße. Ja, und dann kam der Safety Car raus. Dann würde ich weiter nach vorne pushen und wenn ich dort einen zweiten Sektor dann rechts bei der Kurve, die schnelle Rechtskurve dort in die Kurve gekommen, dann bin ich abgeflogen mit dem Radweg. Ja, ja, mit dem Qualifying bin ich da auch noch rausgeflogen wegen Soundbump und konnte ich nicht dabei schon. Ziemlich bitter. Ah, das ist ärgerlich. Wieso finde ich den Scheiß denn nicht, Mann? Ich glaube, nächste Woche ist Spanien, kann das sein? Müsste Spanien dann. Warte, ich glaube, ich hab's gleich. Ich glaube, ich bin gerade richtig. Oh, Spanien ist das nächste Rennen. Danke, Fresh Dax. Oh. Spanien ist natürlich eine schöne Strecke, finde ich. Gibt natürlich auch wieder einige Kurven, wo man auch mit den Slicks wegrutschen kann. Lieber Marvin. Und es ist ja bekannt dafür, dass die Strecke eine Reifenfresserstrecke ist. Also könnte auch wieder ein Platten folgen. Wie siehst du das so? Ich hoffe nicht, aber ich mag Spanien sehr, jetzt auch einmal diese Strecken. Also, können wir warten, also können wir wieder ein Feuerwerk von dir hier erwarten, ja?
in Spanien. Ich gebe mein Bestes. Ich hasse Spanien. Pave gratuliert dir gerade hier noch im Stream. Er sagt Glückwunsch. Da auch. Und mein Beileid. So unlucky. Ja, ist natürlich bitter. Wie gesagt, ich muss sagen, letzte Woche ist es meinem Teamkollegen in der Liga bei mir auch passiert. Der war die ganze Zeit Erster, hatte einen guten Vorsprung und dann ist ihm in Bahrain auf der vorletzten Geraden, also bevor er zur letzten Kurve muss, ist ihm der Reifen geplatzt. Und hatte vorher aber 70% und auf einmal ist der Reifen geplatzt. Und hat dadurch sehr viele Plätze verloren, ist glaube ich dann als Vierter oder Fünfter sogar nur über die Linie gefahren oder als Dritter und wurde dann aber noch nachträglich auf den Vierten gesetzt, weil da jemand eine Zeitstrafe gekriegt hat, die er nicht hätte kriegen dürfen. Das ist echt bitter. Also ich kann mir das schon vorstellen, wie bitter das sein muss, wenn man auf einmal dann den Reifenplatzer kriegt. Ich hatte ihn persönlich noch nicht, ich möchte ihn auch eigentlich nicht haben. Deswegen. Aber trotzdem, starkes Rennen von euch da vorne, muss ich nochmal sagen. Hat Spaß gemacht, das zu kommentieren. War spannend bis zum Schluss. Hätte nicht erwartet, dass auch noch so viele zum Schluss einen Reifenplatzer kriegen. Nico hat auch noch einen gekriegt. Ich war auch drauf und dann nochmal in der letzten Runde zu pitten, aber habe mir gedacht, dann verliere ich zu viel Zeit, deswegen habe ich es nicht gemacht. Das war auch richtig. Ja. Bisschen unlucky, aber ich denke trotzdem, mit dem allgemeinen Rennen kann man, glaube ich, zufrieden sein. Deswegen. Ja, bin mega zufrieden. Podium sind immer gut. Punkte mitgenommen, 15 an der Zahl. Ich denke, das wird am Ende wird das entscheidend sein, auch wieder, dass man dann hier doch die Punkte mitgenommen hat, anstatt da irgendwie an die Box zu fahren und vielleicht noch weiter nach hinten gerutscht gewesen zu sein dann in dem Moment. Aber wie gesagt, so ist Racing, das passiert nun mal. Und ja, nächste Woche Spanien. Ja. Bin gespannt. Ich auch. Alles Klärchen. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Dann lasse ich dich. Ich wünsche auch. Alles klar. Spannendes Rennen und bis Spanien. Nächste Woche. Jo, ciao. So, das war der gute Marvin, der uns hier ein bisschen Einblick hier in sein Renngeschehen geliefert hat. Und wir holen uns jetzt den Pave an Bord, bevor wir zum Sieger hier kommen, dem Camo. Bevor wir zum Camo kommen. Der hat schon letzte Woche bei uns der VCL gewonnen hat mit Monaco. Sehr süß, Alpha. Und da ist der Pave, der hoffentlich auch seine Audio mit einbezieht. Pave? Na, Daumen mal bei ihm. Habe ich schon gemacht. Hast du schon gemacht? Dann Glückwunsch zum zweiten Platz. Dankeschön. Qualifying, bist du zufrieden? Ich meine, das war ja doch ein größerer Abstand als sonst. Also ich meine, da vorne war ja sonst immer ziemlich eng. Diesmal waren es ein bisschen größere Abstände. Liegt das daran, dass vielleicht der ein oder andere dann doch schon ein Regensetup da in dem Qualifying hatte? Also was die anderen gemacht haben, weiß ich nicht. Ich hatte keins. Und aus meiner Sicht sagen, dass Camo einfach Wahnsinn war dieses Wochenende, beziehungsweise diesen Tag heute. Und da war kein Trocken. Ja, Start bist du suboptimal, glaube ich, weggekommen. Also Nico sag ich schon, der Marvin, der ist ein bisschen besser wieder weggekommen als du. War das ist ein leidiges Thema, das wird sich auch nicht mehr ändern. Ich habe dir gesagt, ich gebe dir da gerne einen Tipp, aber du hast dich nicht gemeldet, also ne? Wer sich nicht meldet, ja, ich habe ja mit Nico gesprochen, der ja eigentlich gut gestartet ist, aber weiß ich nicht, der hat mir auch schon gesagt, was ich jetzt schon mache. Ich bin nicht Nico. Unfähig. Hast du, naja. Nein. Nein, Schatz. Nein, aber wie gesagt, dann hast du ja die ganze Zeit da mit dem Marvin gefightet. Camo konnte sich ein bisschen absetzen und dann kam das Safety Car. Wie war das so für dich, das Safety Car? Das war ja schon, also das Wetter war ja schon like Kanada letztes Jahr. Ja, das wusste ich ja. Ey, das ist ja immer so, wenn hier Monsunregen ist, dann kommt ja das Safety Car. Deswegen konnte man sich eigentlich darauf einstellen. Letztes Mal war das, glaube ich, Kanada im 18er. Da war es genauso. Deswegen war es jetzt nicht so überraschend. Und Nico schreibt gerade Glückwunsch an dich und an Marvin, Entschuldigung, und schreibt hier gerade, ey, ich hatte Top-Start. Ja, gut. Vielleicht ein bisschen
Nico cheatet einfach. Du bist von 14 gestartet. Nein, ist ja auch egal, aber wie gesagt, der hat auch ein bisschen davon profitiert, dass da ein bisschen was los war, auch denke ich. Aber wie gesagt, kann das, ich habe da jetzt nicht gesehen, ob er so einen guten Start hat. Ist ja auch egal. Aber wie gesagt, nach dem Restart konnte Camo ja dann doch wieder wegfahren. Bist du erst gut hinterhergekommen, dann musstest du doch wieder abreißen lassen. Was war da los? Ja, ich hab's ja schon gesagt, ne? Also Camo, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Sonst wird das ja demoralisierend. Dann wird's mittlerweile so, okay, dann schon also. Vierkampf, muss man ja sagen. Bisher war ja so Nico, Marvin, du, dann Camo jetzt noch dazu mit immer wieder einer Überraschung hier. Ich meine, Camo hat in den letzten Rennen schon echt gute Leistungen abgeliefert. Und habt ihr ja irgendwann auf die Inters gewechselt und dann hast du kurz vor Schluss da in den letzten Runden noch einen Fehler gemacht. Was war da los? Ich hab's leider nicht gesehen. Oh, dass du es nicht drauf hast, das ist ja wirklich, also ich möchte am liebsten, dass du den Clip jetzt im Stream anguckst, aber das werden wir auch, ich werde dir den auf jeden Fall schicken, dass du den nachher mal anschaust. Also ich glaube, glücklicher kann man nicht abfliegen. Ich bin mit dem Hinterrad gegen die Bande geknallt. Also das weiß ich nicht, wie das, der Ferrari musste aus dem Teil gebaut sein, keine Ahnung, was da los war. Das war Wahnsinn. Okay, also ich habe es leider nicht gesehen, wie gesagt, ich habe nur auf einmal gesehen, dass du den Platz verloren hast und dass du halt da auf die Strecke wieder zurückfährst und keinen Flügelschaden hattest und sonstiges. Ich denke, okay, da hat er ja aber richtig Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Das und, war mehr als... Okay, war ja, also, pah. Und dann, zum Schluss noch davon profitiert, dass der Marvin da den Reifenplatzer hatte. Hallo? Okay. Jetzt hat hier jeder die meine Party verlassen. Was ist da los? Ich lade ihn nochmal ein. Ich möchte ihn ja gerne nochmal dazu fragen. Was war denn da los jetzt auf einmal? Warum hat denn jetzt jeder hier meine Party verloren? Okay. Was auch immer das war, keine Ahnung. War getrennt. Keine Ahnung. Ich war gerade dabei zu fragen, wie gesagt, dass du ja in den letzten Runden dann ja noch ein bisschen wieder Glück hattest, dadurch, dass Marvin den Reifenplatzer hatte. Und somit auf Platz 2 fahren konntest. Ich war auch ganz schön laut in der Party, also das konnte ich ja gar nicht glauben. Ich dachte erst mal, dass ich verbremst, und dann sehe ich da nur so, wie er hin und her wackelt. Das ist natürlich, also wenn mir das passiert wäre, ich glaube, Interview wäre ausgefallen, auf jeden Fall. Also das ist schon hammerhart. Das ist auf jeden Fall bitter, aber ich glaube, Marvin hat das schon recht gut eingeordnet. Wie gesagt, der hatte da nach dem Restart ja auch schon relativ Glück, dass er sich da wieder zurückkämpfen konnte, nachdem er da den Fehler gemacht hatte. In der vorletzten Kurve, wo er auf den Curb gekommen ist, zu viel Gas gegeben hat und sich auch weggedreht hat. Ja, ich denke aber sowas passiert. Ich meine, es war Nico, der hatte auch noch einen Reifenplatzer gehabt. Ich glaube, irgendjemand war das noch, der hatte auch noch einen Reifenplatzer. Die Reifen waren deswegen, am Ende, ja. Das. Viele Reifen waren am Ende, genau. Und ich glaube, bei Marvin lag es ein bisschen daran, dass er halt zu viel gepusht hat. Der hat ja mit den Intermediates da eine schnellste Runde nach der anderen hingelegt. Ich glaube, das war ein bisschen too much für die Reifen. Kann sein, ja. Und als nächstes kommt jetzt Spanien. Vielleicht ein bisschen weniger Regenwahrscheinlichkeit, aber trotzdem bleibt die Strecke auch trocken, sehr gefährlich. Viele Stellen, wo man mal gerne wegrutschen kann, rausrutschen kann. Und natürlich ist die Strecke auch eine Reifenstreckerfresse, ey. Ja, es ist genau. Schon, also es war schon spät. Ich merke es gerade. eine Reifenfresserstrecke. So, mein Gott. So. Was? Ja, ich habe noch nie zu meinen Lieblingsstrecken gehört und das sollte sich auch nicht ändern. Also ich bin froh, wenn Freitag vorbei ist dann. Aber ich weiß auch nicht, was letzte Saison passiert ist. Ich habe so überlegt, wer da gewonnen hat. Also, das weiß ich allerdings auch nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, da war eins der wenigen Rennen, wo Nico gewonnen hat. Ich glaube, du warst gar nicht dabei, oder? Kann das sein? Ja, doch, dabei war ich bestimmt, aber... Nee, es gab, glaube ich, ein oder zwei Rennen, wo du nicht dabei warst. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob das Spanien war. Nee, Spanien war ich, glaube ich, schon dabei. Also, bin mir relativ sicher. Hm.
Dann hast du oder dein Teamkollege gewonnen damals hier, der Schumacher. Denke ich mal. Wir werden es niemals rausfinden. Ja, keine Ahnung, vielleicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Statistik darüber gibt. Nee, Ja. ich denke, die finden wir nicht mehr wieder. Ja, schade. Okay. Naja, wie gesagt, nächste Woche Spanien. Wir werden sehen, was du da dann abliefern kannst. Ob es Ich hoffe, es vielleicht regnet nicht läuft oder wieder. nicht. Also Ah, ich muss es glaube, nicht in sein. Spanien eher weniger. Vor allem nicht da, in der Gegend. Naja, Also da Codemaster, fahren. Codemaster ist richtig. Ja, dann bleiben wir nur noch so mal sagen, Glückwunsch nochmal zum zweiten Platz und ja, genieß den Freitagabend, ja, du auch, Silva. Wir ne? hören uns. Mach's Alles gut. klar. Mach's gut. Ciao, ciao. Ah, das war der zweitplatzierte. Und jetzt kommen wir zum Sieger hier. Sofern er noch da ist. Da ist er. Einmal die Audio mit einbeziehen, Camo, wenn du mich hörst. Escalation, was ein Scheiß, unglaublich, wie hier manche Autos da fahren. Du hast schon gemerkt, dass es geregnet hat, ne? Da konnte keiner wirklich richtig alles kontrollieren, was man so normalerweise kontrollieren kann an so einem Auto. Klar, vielleicht war das ein oder andere nicht ganz so sauber, aber ich denke, bei Regen sollte man da schon ein bisschen vorsichtiger mit so einer Aussage dann sein. Achso, du meinst überrunden? War ja nur einer. Und Camo hat die Session, hat meine Lobby wieder hier, meine Party wieder verlassen. Es war nur ein Überrundeter, also ich weiß nur, dass der Reus da überrundet werde. Ich glaube, kein anderer. Aber ich denke, das sollte man dann mit Reus persönlich klären. Ich lade Camo nochmal ein. Wäre natürlich jetzt schade, dass wenn er jetzt hier nicht irgendwie kommen kann, damit man ihn interviewen kann. Ah, einbezogen? Audio ist einbezogen? Servus, natürlich. Audio einbezogen? Audio, 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 Audio. Also ist an, ja? Okay, alles klar. Dann Glückwunsch zum Sieg hier in Frankreich in dem schönen Regenrennen hier. Ja, eigentlich ein perfekter Tag hier für dich. P1 im Qualifying hier die Pole geholt und dann den Sieg noch am Ende. Wie zufrieden bist du mit dem Qualifying? Ich meine, du hast ja schon gut Nico und so, da sind einige rausgeflogen, kamen nicht mehr rein, aber du hast die Elite ja hier schon dominiert, muss man ja sagen. Ja, dann im Rennen bist ja von der Pole gestartet, kamst gut weg, konntest gleich die erste Position behaupten in den ersten Kurven und dir einen kleinen Vorsprung rausarbeiten, aber dann kam ja das Safety Car. Wie war das so für dich im Safety Car? Ich meine, die Sicht war schon scheiße, hat ja letztes Jahr Kanada erinnert. Man sagt mir gerade, man hört dich nicht. Hast du dein Audio nicht mit einbezogen?
Test, Test. Man hört dich aber wirklich nicht. Man hört dich gerade wirklich nicht. Ja, gute Frage. Ja, ich mache auch noch mal eine neue Party auf. Und dann, jo. Jo, mache ich. Jo. Ja, kleine Probleme hier gerade irgendwie mit der Audio hier von dem guten Camo. Den man jetzt gerade irgendwie nicht gehört hat, warum auch immer. Versuchen wir das Ganze nochmal jetzt hier zu starten. Ich hoffe, dass man ihn dann jetzt auch hört. Dann hoffen wir mal, genau. Warte mal. Man hört dich immer noch nicht. Ah, das ist bitter. Da kannst du deinen ersten Sieg hier feiern und man hört dich einfach nicht. Das ist echt, da muss ich im schnellen Kämmerchen klären. Das ist Ah, das richtig. ist jetzt echt bitter. Also, das tut mir wirklich leid, dass man dich jetzt irgendwie nicht hört. Ich weiß auch nicht, woran das liegen könnte jetzt gerade. Also man konnte dich eben kurz einmal hören. Klick das nochmal wieder an. Warten wir mal ab. Twitch-Stream hat ja gewissermaßen eine Verzögerung drin. Ja. Jetzt hört man dich wieder. Jetzt hört man dich. Ha. Sehr schön. Ja, Weltklasse. Also ich Ein mach mal hier Wunder. wieder so auf halbes Ohr, damit ich das vielleicht auch höre, ob du denn wieder nicht dran bist. Ja, wie gesagt, wir hatten gerade Gut. darüber gesprochen, über die Safety-Car-Phase. Vorher ja, wie gesagt, über das Qualifying, wo du selber sagtest, dass du den Ziel gesetzt hattest, war, wo du fast rangekommen bist, der Start gut war und du ja das erwartet hast, genau wie wahrscheinlich einige andere Fahrer, dass das Safety-Car rauskommt durch das Wetter. Und ja, gerade über das Problem gesprochen mit dem Safety-Car, dass du nicht richtig Gas geben konntest. Ja, zähl noch mal. Ja, richtig. Ja, ich habe es gerade im Stream halt mit dem Marvin gehört, dass es da anscheinend extrem überraschend, also fast schon überraschend halt langsam nur vorangehend in der Vorkurve, meine ich. Und da hatte ich halt einfach keine Möglichkeit mehr. Ich habe aufs Gas gedrückt und wurde quasi wie die Leistung draus halt mehr oder weniger höchstwahrscheinlich zum Beispiel, als es in Box gefahren ist. In dem Sinne tut es auch leid, muss ich echt sagen. Ja, jetzt auf irgendwie. Durch. Okay, hast du dein Xbox über WLAN? Ja, leider. Ich Okay, man kann merkt es diese gerade ein bisschen. Ja, nee, man Xbox-App merkt es ja halt gerade ein hier. bisschen, weil du ein Ja, bisschen okay. abgehackt rüberkommst, deswegen. Aber ist nicht ganz so schlimm. Ein bisschen was, also ich verstehe es auf jeden Fall. Ich hoffe, die im Stream auch. Immerhin. Wie gesagt, ja, dann Restart bist du aber trotzdem wieder gut weggekommen. Also trotz, dass du da sagst gerade, du hattest Probleme, bist du trotzdem gut weggekommen und ich muss mal gerade hier kurz den Bullet Dude kurz rausschmeißen, es tut mir leid. Sorry, Bullet Dude, ich muss dich gerade kurz rausschmeißen, ich bin hier noch mitten im Interview, danach geht's los. Ja, wie gesagt, kam's trotzdem wieder gut weg, also konntest du wieder einen Vorsprung rausarbeiten. Und dann kamen ja die Boxenstops für die Intermediates. Der Fons hat da den Vorreiter gemacht. Eine Runde später war es dann bei den anderen auch so weit und du bist eine Runde später reingegangen. War das vielleicht auch dein Glück, dass du keinen Reifenschaden, also keinen Platten bekommen hast? Ich meine, der So, Marvin war ja ja. bitter. Ja, richtig. Also, als ich das gesehen habe, da ist trotz aller Konkurrenz auch ein Stück weit mir das Herz gebrochen, als ich gesehen habe, wie er da am Kämpfen war, leider am Ende.
Unabhängig davon, glaube ich, hätte es für ihn, glaube ich, trotzdem nicht gereicht, weil ich das doch mehr als eine Strafe hatte und ich in dem Fenster mich befunden habe. Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe bis gar nicht mehr jetzt drauf geguckt, welche Strafen er da hatte. Wenn er nur die 3 Sekunden hatte, hätte es, glaube ich, für ihn gereicht. Ja. Wie man auch sagt, war das stehen geblieben. Das Begreifen, wie soll ich sagen? Ich bin bewusst später reingegangen. Muss ich echt sagen, auch mit dem Hinblick, dass ich getroffen werden würde und ich nicht wusste, inwiefern ich wirklich das Optimum aus den Waffen bis dahin rausfahren kann. Und wie soll ich sagen, während der Fahrt habe ich dann auch immer wirklich penibel darauf geachtet, in den Exit-Zeit wirklich schonend mit den Reifen umzugehen. Also ich habe auch auf den Graden habe ich versucht, dann wirklich immer die Reifen ein bisschen abzukühlen, indem ich da über das Netz gefahren bin, über eine nassen Fahrbahn belag. Und ich glaube, auf lange Sicht hat mir das wirklich geholfen, dann am Ende nochmal da noch durchzukommen. Also ich habe mich in den letzten Runden noch gar nicht mehr getraut, auf meinen Zustand zu schauen, der Reifen. Auch noch mehr verunsichert. Weil Nicklichkeiten waren immer wieder dabei. Und ich muss noch dazu hinzufügen, ich hatte auch Glück. Ich hatte mir nämlich 5 Sekunden, eine 5 Sekunden aufgerückt, weil ich nach der DRS ohne mich verbremst habe und nur noch geradeaus durchgebrettert bin durch die Schikane. Okay. Daraufhin dann beim Alles klar. Stop stand ich auch 5 Sekunden, bevor es weiterging. Da hat es mich natürlich extrem geärgert, als ich dann gesehen habe, oh, okay, vorbei, bin auch noch vorbei. Da konnte ich auch noch mit Ja, dranbleiben. da Pech gehabt, zum Ende Glück gehabt, Pave sich gedreht, kamst du vorbei, Marvin Platten, kamst du vorbei und hast somit dann ja wieder Glück im Unglück gehabt, oder was heißt wieder, aber dann Glück im Unglück gehabt und somit den Sieg hier eingefahren. Ich glaube, alle drei, die ja da auf dem Podium steht, habt es ja eigentlich verdient, auf dem Podium hier den Sieg hättet ihr einfahren können. Also jeder, glaube ich, selbst Pave, Marvin, die alle habt es verdient. Du bist jetzt derjenige, der hier ganz oben steht. Der erste Sieg, glaube ich, für dich in der UFL, oder? Wenn ich mich jetzt recht erinnere, Richtig. müsste das der erste Sieg sein, ne? Ich bist jetzt auf jeden Fall mit dabei. Ich glaube, aus dem Dreikampf für die Meisterschaft ist mittlerweile ein Vierkampf geworden. Ich denke, da mischst du, glaube ich, jetzt richtig gut mit. Also die letzten Rennen waren auch richtig stark von dir. Jetzt der erste Sieg. Und jetzt als nächstes dann auch Spanien. Oh, Katalonien könnte interessant werden. Schön Treffer auf jeden Reifen. Fall. Reifenstreckerfresse, viele Kurven, wo man auch bei Slicks sich gerne, gut und gerne mal wegdrehen kann. Wie sieht dein Plan aus? Gas geben. Gas geben. Das ist ein Vollklappen guter aus, Plan auf jeden Tunnelblick, wie Fall. steht's? Und nur Gas voll. Ah, ich freue mich auf jeden Fall auf Also. Spanien. Wird eine schöne Strecke. Jeden Fall. Schwierig, anspruchsvoll, definitiv, aber rewarding. Doch, Sie hat ist auf jeden Fall Spaß. alles. Schnelle Kurven, langsame Kurven und viele Überholmöglichkeiten. Deswegen bin ich echt gespannt, was da passiert. Denke, dass du, also aus meiner Sicht bist du eine der größten Überraschungen diese Saison, definitiv. Fährst da gut vorne mit, hast auch schon das eine oder andere Mal vorher jetzt in den Qualifyings mal da eine Überraschung hingelegt. Und bin gespannt, wie der Gang hier oder der Werdegang hier von dir weitergeht in der UFL. Ob da vielleicht dieses Jahr wirklich die Titelchance sogar drin ist. Ich meine, wie gesagt, aus dem Dreikampf wird jetzt definitiv ein Vierkampf. Auch durch deinen Sieg heute dann. Und bin gespannt, wie gesagt, jetzt dann in Spanien, wie es weitergeht. Ja, me too. Ich mag gar nicht mehr sagen, wer irgendwie die Pole holt oder gewinnt. Das ist absolut unberechenbar mittlerweile. Werden wir dann am Freitag sehen. Das werden wir am Freitag sehen. Noch gespannt. Deswegen, dann werde ich mich jetzt an dieser Stelle von dir verabschieden. Nochmal Glückwunsch hier zum Sieg, Glückwunsch zur Pole. Perfektes Rennwochenende hier, perfekter Renntag für dich. Genieß das und setz da Freitag wieder an und Ehrlich. dann hören wir vielleicht uns an gleicher Stelle wieder. Hoffe ich doch. In dem Sinne, schönen Abend noch. Schönes Jo, Wochenende. ebenso. Wünsche ich dir auch. Ciao, ciao. Ja, was für ein Rennen hier, was für ein Qualifying. Diesmal ein Qualifying, was recht klar war. Die Zeitabstände diesmal nicht so groß wie sonst.
Nicht so eng wie sonst, nicht so groß wie sonst. Nein, nicht die Abstände diesmal nicht so eng wie sonst. Sonst war es immer ziemlich eng, da hat sie es immer auf letzter Rille erst entschieden. Diesmal war es relativ klar, Kamu hier mit einer super Performance im Qualifying, super Performance im Rennen. Bisschen Pech gehabt mit der 5 Sekunden Zeitstrafe, dann wieder Glück gehabt zum Schluss. Pave dreht sich, Marvin mit dem Platten, der hier dann noch P3 über die Linie rettet. Und ich glaube, das Rennen war mega spannend dadurch, dass wir halt fast durchgehend Regen hatten. Zum Schluss wurde es dann nochmal trocken. Man hätte nochmal auf die Sticks gehen können. Viele Fahrer haben sich entschieden, durchzufahren. Marvin wurde es zum Verhängnis. Nico wurde es zum Verhängnis. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es noch war. Es tut mir leid, dass ich das jetzt gerade nicht war. Aber einer war es auf jeden Fall auch noch, der da die Probleme mit den Platten hatte. Und ja. Viele neue Erkenntnisse auf jeden Fall. Camo mischt da definitiv vorne jetzt mit. Nach dem Sieg heute ist er auf jeden Fall für mich auch ein Titelkandidat. War vorher schon sehr, sehr stark unterwegs hier in den Rennen davor. Jetzt mit dem ersten Sieg für ihn kann er stolz drauf sein, kann er drauf aufbauen. Und ich denke, dass die nächsten Rennen nicht minder spannend werden. Und freue mich natürlich auf Spanien, wie da so auch die Taktiken aussehen werden. Vielleicht wird es ein trockenes Rennen, vielleicht wird es auch regnen. Ich gehe eher von trockenem Rennen aus. Und dann bin ich gespannt, wie die, Entschuldigung, wie die Strategien aussehen. Wird hier eine Einstopp, wird eine Zweistopp gefahren? Ich denke, eine Zweistopp wird genauso schnell sein wie eine Einstopp. Kommt immer drauf auf die Pace drauf an, aber ich denke, dass es ungefähr gleich schnell sein wird, da die Mediums und Softs ja da einfach schneller sind. Deswegen, ich freue mich mega drauf. Carmo, nochmal Glückwunsch zum Sieg. Glückwunsch auch ans Podium an Pave und Marvin hier nochmal an dieser Stelle und freue mich da, wie gesagt, nächste Woche Freitag, 20:10 Uhr geht's los, wieder hier auf diesem Kanal und sag jetzt einfach mal Tschö, bis Ö und bis dann, Jan.